Ich werde gerade nach dem Licht gefragt. Ich habe gesagt, wir sparen Strom, wir sind hier noch eine Ökopartei. Ja. So, da sich jetzt unsere Pause dem Ende nähert, nochmal mein Hinweis, bitte denken Sie an Ihre Handys, ausschalten, Flugmodus. Herzlichen Dank. Sammeln wir jetzt die Karten ein von Ihnen, dass Sie das nicht irritiert. Sie haben sich Ihre Frage gemerkt. Dankeschön. Sie haben die Grundlage. Gut. Wenn Sie sich draufsetzen, ist das auch okay. Aber nicht draufsetzen, während der Sendung. Frau van Gool, haben Sie sich Ihre Frage gemerkt? Ja. Gut. Ich wünsche Ihnen allen eine sehr, sehr schöne Sendung. Bleiben Sie relaxed. Fernsehen ist auch nur Fernsehen. Das sind auch nur Menschen. Sie sehen ja uns immer selbst, die Herren von der Fotografie hier vor uns schauen. Sie, alles nur Menschen, die ihren Job machen, so wie Sie. Ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns gleich oben. Ich bin dann weit und Sie dann oben empfangen. Toi, toi, toi. Schöne Sendung. Danke, dass Sie hier sind.
live aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Das Townhall-Meeting der CDU Deutschland. Erstmals in ihrer Geschichte bestimmen die Mitglieder darüber, wer neuer Vorsitzender der großen Volkspartei werden soll. Die drei Kandidaten, Helge Braun, Friedrich Merz und Norbert Röttgen, stellen sich heute den Fragen aus der Mitgliedschaft. Durch den Abend führt Maria Grunwald. Herzlich willkommen zu diesem spannenden Abend, an dem sich die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz Rede und Antwort stehen werden, wie sie die CDU führen wollen und wie sich die CDU inhaltlich und personell erneuern muss. Dank 2G+ und Abstand können wir diese Veranstaltung hier sicher stattfinden lassen. Unsere Spielregeln. Spielregel Nummer 1. Wer stellt hier die Fragen? Das muss ich erklären. Hier sitzen in diesem Adenauerhaus 25 CDU-Mitglieder aus ganz Deutschland. Sie stehen stellvertretend für 400.000 CDU-Mitglieder. Sie haben sich vorab mit einer konkreten Frage online beworben. Und ich sage es noch einmal in aller Klarheit. Hier stellen die Mitglieder die Fragen. Sie entscheiden ja oder beziehungsweise sie stimmen ja auch zum ersten Mal über den CDU-Vorsitzenden ab. Spielregel Nummer 2, Zeitmanagement. Es geht nicht um lange Kommentare. Die Mitglieder fragen, die Kandidaten antworten und die Kandidaten haben eine Zeitvorgabe, eine Minute pro Antwort. Spielregel Nummer 3, Reihenfolge der Antworten. Die erste Frage wird zuerst von dem Kandidaten hinter dem linken Pult beantwortet. Danach folgen die beiden anderen Kandidaten. Die zweite Frage wird dann von dem Kandidat hinter dem mittleren Punkt beantwortet. Dann folgen die anderen beiden. Und Sie ahnen es schon, beim dritten Mal wird der Kandidat hinter dem rechten Pult, hier wird schon gelacht, wird beantworten. Und wir wechseln immer durch. Wer hier wo steht, das wurde vorab ausgelost. Sie sehen, meine Damen, meine Herren, es geht darum, dass die drei Kandidaten gleichermaßen zum Zuge kommen. Ziel ist es außerdem, möglichst viele Ihrer Fragen hier unterzubringen. Sehen Sie es mir nach, wenn wir es nicht ganz schaffen. Es ist mein Job, hier auf die Zeit und auf die Spielregeln zu achten. Und damit geht's los. Doch bevor wir zur ersten Mitgliederfrage kommen, müssen wir einmal kurz aktuell einsteigen. Die Herren, es ist die gleiche Frage an alle drei. Wir sind aktuell in einer heftigen vierten Corona-Welle. Die Leute sind besorgt. Bund und Länder haben Vorschläge auf den Tisch gelegt für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Was sagen Sie? Was muss jetzt vorrangig getan werden? Herr Braun. Na, das Erste ist, dass wir bis Weihnachten nach Möglichkeit allen, die in der ersten Jahreshälfte ihre Zweitimpfung abgeschlossen haben, auch eine Auffrischimpfung anbieten. Das ist wichtig für ein sicheres Weihnachtsfest und auch wichtig, um diese vierte Welle zu unterbrechen. Und das Zweite ist natürlich angesichts der Belastung im Gesundheitswesen, dass wir jetzt in den nächsten Tagen diese einheitlichen, auch für jeden in Deutschland verständlichen Maßnahmen auf den Weg bringen. Ab welchem Infektionsgeschehen müssen konkret welche Maßnahmen für Geimpfte und welche für Ungeimpfte erfolgen, damit die Zahlen jetzt schnell runtergehen? Denn wir haben ja in einigen Bereichen jetzt schon die Notwendigkeit, Patienten zu verlegen. Herr Röttgen, was sagen Sie? Was muss jetzt dringend getan werden? Also ich sage erstens schnelles, gemeinsames, überparteiliches Handeln. Keine Verzögerungen mehr. Es scheint jetzt dahin zu laufen. Es muss jetzt auch geschehen. Die Union hat die Hand ausgestreckt. Sie bleibt ausgestreckt. Das ist kein Thema für Opposition, sondern für gemeinsames, überparteiliches Handeln. Zweitens, die Länder müssen wieder alle Instrumente und nicht einen reduzierten Instrumentenkatalog haben. Das halte ich für wichtig. Und drittens, impfen, impfen, impfen. Das gilt jetzt. Wir sollten jetzt vorbereiten, damit der Deutsche Bundestag im Januar über die allgemeine Impfpflicht entscheiden kann. Ich habe mich auch zu ihr durchgerungen. Und wenn jetzt noch in diesen Tagen Angela Merkel und Olaf Scholz gemeinsam als Ausdruck der Überparteilichkeit vor das deutsche Volk treten und eine gemeinsame Linie und gemeinsames Handeln verkünden, dann wäre das, glaube ich, von allen dankbar aufgenommen. Allgemeine Impfpflicht. Herr Merz, was sagen Sie? Was muss jetzt getan werden? Lassen Sie mich zunächst einmal einen schönen guten Abend wünschen. Und ich freue mich, dass wir alle zusammen sind. So, bevor wir schon wieder mit Corona weitermachen müssen. Aber es ist nun leider das Thema, das uns in diesen Wochen und Monaten ständig begleitet, auch noch eine ganze Zeit begleiten wird. Ich schließe mich dem ausdrücklich an, was Helge Braun und Norbert Röttgen gesagt haben, und will hinzufügen, wir alle wünschen uns, dass es einen guten Übergang der beiden Regierungen, der alten und der neuen, gibt. Ich hätte es mir besser vorstellen können auf der Seite der Sozialdemokraten.
Und wenn wir dann eine allgemeine Impfpflicht im Frühjahr bekommen sollten, was immer wahrscheinlicher wird, dann sollten wir auch Rücksicht auf diejenigen nehmen, die nicht als Ausrede, aber die aus ernsthaften gesundheitlichen Gründen sich nicht impfen lassen können. Wenn wir das machen, dann kommen wir vielleicht irgendwann durch diese Krise durch. Ich wünsche es mir jedenfalls sehr. Allgemeine Impfpflicht, das war ein großes Stichwort hier. Jetzt aber, liebe Mitglieder, wir legen los, ich habe es Ihnen versprochen, mit Ihren Fragen. Erst einmal zur Art der Parteiführung. Und die erste Frage vergebe ich an Dorothea Ries aus Berlin. Das ist die Tribüne 2. Eine Sekunde, genau, der Ton muss noch geangelt werden. Die Maske dürfen Sie für die Fragen immer herabziehen. Ihre Frage bitte. Der nächste CDU-Vorsitzende muss beweisen, dass er anführen kann. Die Partei muss mit sich selbst versöhnt werden und gleichzeitig wollen und müssen wir ja energetisch in ein schwieriges Wahljahr starten. Warum sind Sie der beste Kandidat dafür? Herr Röttgen. Wir haben jetzt eine Zäsur erlebt mit der Bundestagswahl. Wir sind nicht nur Opposition geworden, sondern es ist rausgekommen, dass wir gefährdet sind in unserem Charakter als Volkspartei. Aber wir haben auch in unserer Geschichte die Erfahrung gemacht, das ist nicht Ende, sondern jetzt ist eben Aufbruch und Erneuerung angesagt. Die müssen wir machen und die müssen auch konkret sein. Ich glaube, es gibt zwei wichtigste Punkte, denen ich mich verschreibe und nicht erst seit dieser Kandidatur, sondern seit langem. Das eine ist, wir müssen wieder anschlussfähig werden in der Breite der Bevölkerung, in allen Gruppen. Von den jungen Leuten angefangen, über die Frauen und bis zu den Älteren. Letztere waren unsere Hochburgen, auch die haben wir eingebüßt bei dieser letzten Wahl. Anschlussfähigkeit, wir müssen den Anspruch weiter haben, die Volkspartei der gesellschaftlichen Mitte zu sein, so wie die Gesellschaft heute ist. Und das Zweite ist, wir müssen wieder führend werden in den großen Fragen und Debatten dieser Zeit. Das sind wir nicht mehr. Und ich traue mir zu, diese gesellschaftliche Anschlussfähigkeit und die geistig-politische Führung für die CDU in Deutschland wieder zu erringen. Herr Merz, warum sind Sie der beste Kandidat? Das war die Frage. Wir haben in der Tat eine tiefe Zäsur. Nach 16 Jahren geht die Union wieder einmal in die Opposition, zum dritten Mal in ihrer Geschichte. Wir haben eine ganze Reihe von großen Aufgaben vor uns. Die kurzfristigen sind die 4 Landtagswahlen im nächsten Jahr, die wir bestehen müssen im Saarland, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen und dann in Niedersachsen. Parallel dazu wollen wir diesen Prozess der Erneuerung der Union auf den Weg bringen. Und als Vorsitzender bin ich festgelegt darauf, das nicht alleine zu tun, sondern das mit einem guten Team zu tun. Ich habe einen Kollegen aus dem Ostteil der Stadt Berlin zum Generalsekretär vorgeschlagen, eine Kollegin aus Baden-Württemberg, die aus der Kommunalpolitik kommt, zur stellvertretenden Generalsekretärin. Und ich möchte, dass die stellvertretenden Parteivorsitzenden, 5 an der Zahl, die wir haben werden, auch konkrete politische Aufgaben übernehmen, sodass wir wirklich sichtbar werden als Team, als Mannschaft, die auch für einzelne Themen stehen. Wie gesagt, das kann ein Vorsitzender nicht alleine leisten, das müssen wir zusammentun. Und dann haben wir eine ganze Reihe von großen Herausforderungen zu bestehen. Die CDU muss modern werden, sie muss die Themen der Zeit beherrschen, sie muss Antworten geben, sie muss die Regierung kritisieren, aber sie muss auch gleichzeitig gute, eigene und überzeugende Antworten für alle Generationen in diesem Lande geben. Also viel zu tun. Herr Braun, warum sind Sie der beste Kandidat? Naja, die Frage, vor der wir doch stehen, ist, wie sieht eine moderne Volkspartei des Jahres 2022 aus? Und ich glaube, da braucht es einen Vorsitzenden, der erstens die Fähigkeit hat, auch viele andere Gesichter neben sich strahlen zu lassen für die CDU. Denn wir haben doch die Aufgabe, nach einem so schlechten Wahlergebnis die verschiedenen Bereiche unserer Gesellschaft, jung und alt, Ost und West, auch wieder für die CDU zu interessieren. Und das kann nicht einer alleine, das kann man nur gemeinsam. Und das muss man in einem guten Stil tun. Denn das, was uns als CDU am meisten wehgetan hat, ist, dass wir eine bürgerliche Partei sind mit christlichen Werten. Und dass der Eindruck entstanden ist bei unseren Mitgliedern, aber auch bei unseren Wählern, dass wir die selber in unserer Führungsverantwortung manchmal nicht leben. Und deshalb glaube ich, da muss man mit gutem Beispiel vorangehen, integrieren und dann auch nicht nur jetzt per Mitgliederbefragung den neuen Vorsitzenden bestimmen, sondern auch in der inhaltlichen Arbeit sagen, die Unzufriedenheit, die wir haben, zum Beispiel bei der Aussetzung der Wehrpflicht. In Zukunft müssen wir die Inhalte stärker gemeinsam bestimmen, damit wir dann auch stabil als eine Union dastehen, die sagt, wir sind uns einig in der Sache und wir arbeiten gemeinsam und wirklich gut zusammen. Mirjam Taufenbach aus Sachsen-Anhalt, hier ist sie, Tribüne 4. Sie haben eine Frage, die geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung.
Mich beschäftigt sehr die Zerstrittenheit der Flügel und dass viele CDU-Mitglieder nicht mehr hinter den Inhalten stehen, für die die CDU einsteht. Die Aufgabe des neuen Parteivorsitzenden wird sein, ein klares Profil zu schaffen, hinter das sich alle Mitglieder stellen können, aber auch gemeinsam ein Bild nach außen geben können. Wie wollen Sie das schaffen? Herr Merz. Frau Tauffenberg, ich freue mich, dass Sie aus Sachsen-Anhalt dabei sind heute Abend, weil ich finde, dass wir uns auch besonders um die ostdeutschen Länder kümmern müssen. Da haben wir große Defizite. Wir haben aus den 5 neuen Ländern, jetzt lasse ich Berlin mal außer Betracht, nur noch 21 Abgeordnete der CDU im Deutschen Bundestag. Und das zeigt, in welcher Verfassung wir auch dort sind. Was den Umgangsstil miteinander betrifft. Ich möchte, dass das aufhört, dass aus diesen Sitzungen Live-Berichterstattung in der Bild-Zeitung stattfindet. Ich werde in den Sitzungen darum bitten, dass alle ihre Handys draußen lassen und dass wir mal wieder vertraulich und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und dann spreche ich in dem Zusammenhang das Verhältnis zur CSU an. So wie das in diesem Jahr war, darf sich das nicht wiederholen. Wir müssen einfach anständig, offen, fair miteinander umgehen. Und wenn wir Sach- und Personalfragen zu klären haben zwischen CDU und CSU, dann müssen die frühzeitig geklärt werden und nicht auf den letzten Drücker. Und dann müssen wir das in einem Stil tun, der uns anschließend bei den Wählerinnen und Wählern auch bestehen lässt. Herr Braun, zerstrittene Flügel und trotzdem braucht es ja einen klaren Kompass, wie Sie das gesagt haben, ein klares Profil. Wie schaffen Sie das klare Profil? Also ich bin schon mal sehr froh, dass Sie Flügel gesagt haben, weil manche in der letzten Zeit ja behauptet haben, die CDU spaltet sich in Lager auf. Und das sind Worte, die sollten wir ganz schnell aus unserem Sprachgebrauch streichen. Wir haben verschiedene Wurzeln, soziale Wurzeln, liberale Wurzeln und konservative Wurzeln. Aber das müssen wir als Stärke begreifen. So wie früher für die CDU gleichzeitig Dregger und Geißler gestanden haben und irgendwie hatten alle das Gefühl, das ist trotzdem eine starke CDU. Und damit wir das auch mit Inhalten untermauern können, müssen wir bei den großen Zukunftsthemen nicht nur große Parteitagsdebatten führen, sondern wir müssen mit den Mitgliedern uns so Zukunftsdialoge vornehmen, wo wir zum Beispiel zur Frage digitaler Datenschutz und persönliche Souveränität auf der einen Seite, aber auch digitale Geschäftsmodelle als wirtschaftliche Zukunft. Diesen vermeintlichen Gegensatz, wie wollen wir den als CDU beantworten? Wie sieht die Altersversorgung der Zukunft aus? Oder auch, was ist unsere Klimapolitik? Weil wenn da in der gleichen CDU-Vorstand Leute sitzen, die sagen, wir machen viel zu viel oder viel zu wenig, dann sind wir als Union nicht glaubwürdig. Und deshalb die Mitglieder da einbinden und das gut vorbereiten, nicht nur einen Fragenkatalog schicken, sondern einen echten Dialog aufsetzen. So stelle ich mir das vor. Herr Röttgen, Zerstrittenheit und klares Profil. Genau. Wie bringen Sie es zusammen? Sie haben angesprochen Zerstrittenheit der Flügel. Ich würde sagen, es ist eigentlich noch ein bisschen schlimmer. Denn wir haben keine Zerstrittenheit von Flügeln, was inhaltliche Positionen anbelangt. Ich meine, wer ist denn der Alfred Dregger von heute? Wer ist denn der Heiner Geißler von heute? Also Personen, die für unterschiedliche Inhalte gestanden haben und miteinander gerungen haben. Ich glaube, dass wir das nicht mehr haben, das ist ein Fehler von uns. Und dass wir stattdessen über irgendwas, über Posten, über Macht, über Einfluss streiten und zerstritten sind. Und dann das noch in einer Weise tun, die einfach den Anstandsregeln bürgerlichen Anstands nicht entspricht. Durchstechereien und so etwas. Das ist doch zermürbend. So, und darum bin ich dafür, im Grunde in Ihre Richtung, dass wir mal wieder die Auseinandersetzung der Flügel brauchen. Dass wir mal darüber fragen, was heißt denn soziale Marktwirtschaft in der Globalisierung? Wie integrieren wir das Klima darin? Was heißt eigentlich Generationengerechtigkeit für unterschiedliche Generationen? Diese Debatten, wie behauptet sich Europa selber? Ich denke, wir werden es hier heute Abend diskutieren. Wir brauchen diese Debatte. Da müssen wir sie führen. Da müssen wir alle beteiligen, auch Sie beteiligen, die MIGTA beteiligen, Außenstehende beteiligen. Und dann wird entschieden. Und wenn entschieden ist, dann ist entschieden und dann gilt Geschlossenheit. Wenn wir es so machen, glaube ich, wird es funktionieren. Dann werden wir interessant, profiliert und geschlossen. Das waren viele Worte. Frau Tauffenbach, Sie haben jetzt die Chance. Hat Sie das befriedigt? Wollen Sie noch mal rückfragen? Hat Sie das überzeugt? Ja. Das hat Sie überzeugt. Okay, Frau Tauffenbach möchte keine weitere Frage. Wir kommen zu Kerstin Reisner aus Brandenburg. Das müsste Tribüne 3 sein. Hier an dieser Stelle. Bitte, wir brauchen einmal die Tonangel zu Tribüne 3, bitte. Hier nach vorne. Achtung, genau, das Mikrofon nähert sich. Sie kommen zum Zuge. Frau Reisner. Guten Abend an Sie, liebe Kandidaten. Meine Frage bezieht sich auf Folgendes. Wenn Sie denn den Vorsitz erlangen, was haben Sie für eine Vorstellung? Wann wird die Zeit gekommen sein, dass unsere Partei eine Doppelspitze hat? Ah, die Doppelspitze. Jetzt fängt Herr Braun wieder an.
Ja, also ich bin kein Freund von Doppelspitzen, weil ich finde, die Aufgabe, wirklich geteilte Führung auch Wirklichkeit werden zu lassen, das kann man auch in einem anderen Vorstandsmodell. Ich finde, es kann schon eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden geben. Aber dass man sagt, wozu haben wir Stellvertreter? Warum haben wir so viele Vorstandsmitglieder? Können die nicht alle auch eigenverantwortlich in der CDU eine Aufgabe übernehmen? Wir dürfen nicht immer auf den Vorsitzenden alleine fokussieren, aber dass auch geteilte Verantwortung in einem Vorstand gelebt wird und dass viele die Chance haben, sich zu profilieren und für die CDU zu stehen, das finde ich gut. Herr Röttgen, die Doppelspitze. Also, dass Sie diese Meinung haben, ist völlig okay. Man kann das auch befürworten. Ich glaube nur, das Wichtigste für Politiker wie für Parteien ist, dass man authentisch ist. Und bei den Grünen ist es authentisch. Die haben das von vornherein so entwickelt. Da passt es auch dazu. Aber ich glaube, es ist nicht unsere CDU-Kultur. Ich glaube, bei uns ist unsere Kultur ist, dass wir Führungsfragen entscheiden. Und dann gibt es auch Vertrauen. Dann gibt es ein Mandat. Und dann ist auch Verantwortung klar zugeordnet. Und darum glaube ich, dass diese Doppelspitze etwas ist, was wir nachahmen würden. Und wenn man mal ehrlich ist, die SPD hat es nicht, weil sie aus Stärke heraus, sondern aus einer Schwäche und aus einem Nachahmen der Grünen heraus. Und das finde ich keine starke, glaubwürdige Position. Wir müssen es eben machen, wie es zur CDU passt. Ich habe für den Fall meiner Wahl eine wirklich tolle, eindrucksvolle Frau, Franziska Hoppermann, die neu im Bundestag ist, aber nicht neu in der Politik, 20 Jahre Kommunalpolitik gemacht hat, eine eigene berufliche Karriere hinter sich hat, als Generalsekretärin vorgeschlagen. Und ich glaube, das passt zur CDU. Also ich will mich nicht mit Helmut Kohl gleichsetzen, aber dieses Gespann, Helmut Kohl, Kurt Biedenkopf, Anfang der 70er, dann mit Heiner Geißler. Ich glaube, dass wir in dieser Unterschiedlichkeit, wie es zur CDU passt, Führung klar zugeordnet haben, Aufgaben und gleichzeitig im Team und zusammenarbeiten. Das passt besser und richtiger zu uns. Herr Merz, ich spitze ein bisschen zu. Warum nicht Doppelspitze? Das ist ja das, was Sie da haben. Die Gründe sind gut vorgetragen. Ich teile die Einschätzung. Ich habe auf der Ebene des Generalsekretärs vorgeschlagen, auch eine zweite Position einzurichten. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir in der Führung der CDU die Verantwortung nicht nur auf eine Schulter legen, sondern auf viele verteilen und dass dieses Gremium gut und kollegial zusammenarbeitet. So habe ich es in meinem Berufsleben immer gehalten, so habe ich es in der Politik immer gehalten und so werde ich es als Parteivorsitzender auch halten. Dann kommen wir zu einer weiteren Frage und die kommt von Susanne Weidensee aus Baden-Württemberg und das ist hier. Dann. Ich drehe mich ein bisschen zu Ihnen. Meine Frage ist, ich bin also sehr neu in der CDU, gerade mal ein paar Wochen oder so. Und was bedeutet Ihnen das C im Parteinamen und was bedeutet Ihnen das U? Und in der Frage geht es mir um Werte und um Geschlossenheit und auch um den Umgang miteinander. Dankeschön. Herr Röttgen, das C und das U. Das C, wegen des Cs. Nicht, weil meine Eltern in der CDU waren, sondern weil das C Lebenspraxis war. Bin ich in der CDU. Ich habe kein Parteiprogramm gelesen, sondern das, was meine Eltern gelebt haben, das war für mich identisch politisch mit der Partei CDU. Das C ist unser absolutes Alleinstellungsmerkmal. Es gibt auch in anderen Parteien Christen, Gott sei Dank. Aber es gibt nur die CDU, die aus dem C und genauer aus dem christlichen Bild des Menschen, jeder Mensch, egal wo er lebt, auch wann er lebt, auch die nächste Generation, hat die gleiche von Gott abgeleitete Würde und Personalität. Das ist ein überragendes Fundament, eine Quelle, aus der wir, darum Alleinstellungsmerkmal, Politik ableiten, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und das U ist der Ausdruck, der damals für die Konfession besonders galt, denn in der Weimarer Republik gab es das nicht. Da gab es Klientel- und Gruppenparteien. Und das ist die große Aussage der CDU, dass wir eine Partei der Gemeinsamkeit sind, die gesellschaftliche Lage überschreitet, überbrückt und zusammenführt. Und die Volkspartei damit begründet hat, dass Katholiken und Protestanten, Nichtchristen, Arbeitnehmer, Unternehmer in dieser Partei auf der Basis geeinter und einiger Werte vollziehen kann. Und darum ist das C und das U das Größte, was wir haben. Herr Röttgen, ich gehe rein. Herr Merz, das C und das U. Wenn man in der säkularen Politik unterwegs ist, dann ist das C der Zwang zur Demut, wissend, dass wir als Menschen
immer nur die vorletzten Antworten geben. Und ich glaube, das ist das, was uns alle hin und wieder auch mal etwas gelassener und etwas ruhiger sein lässt. Wir geben nur die vorletzten Antworten auf dieser Welt. Und das U ist, genauso wie Norbert Röttgen gerade gesagt hat, Union. Und die Gründungsgeschichte der CDU war die Überwindung der Konfessionsgrenzen. Und was wir heute leisten müssen mit diesem U, ist die Überwindung der Religionsgrenzen in ganz Deutschland, in Europa und auch diejenigen zur Mitarbeit einzuladen, die gar keiner Religion angehören. Das ist eine große Herausforderung, aber ich glaube, das ist auch das spannende Moment und ich hoffe, dass das ein Grund mit war, warum Sie auch in die CDU eingetreten sind. Herzlich willkommen. An dieser Stelle, warum sind Sie in die CDU eingetreten? Ich glaube, so viel Zeit sollten wir haben, wenn wir die Mitglieder hier extra vor Ort haben. Was war die Begründung? Was hat Sie getrieben? Also ich interessiere mich natürlich schon sehr lange für Politik. Und der Grund war, nachdem ich mir das Wahldebakel angeschaut habe, habe ich gedacht, das kann die Partei besser. Und da will ich meinen Teil dazu beitragen. Sehr gut. In schwierigen Zeiten. Das ist super. Klatschen. Und damit kommen wir zu Saladin Koban aus Berlin. Das müsste zu Helge Braun noch. Ach, Herr Braun, Entschuldigung. Ich habe Sie vor lauter. Das tut mir leid, Herr Braun. Ich habe Ihnen die Zeit genommen. Ja. Ihre Zeit, bitte. Naja, aber ich finde es erstmal großartig, wenn jemand aus christlicher Überzeugung in die CDU eintritt. Und ich finde, das Besondere, was man dann auch erleben kann, ist, wir sind ja in der Politik jeden Tag mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert. Und das, was ich feststelle, ist, manchmal ist unser Grundsatzprogramm zum Beispiel schon ein bisschen in die Jahre gekommen und gibt uns keine Antwort auf die neuen Fragen der Zeit. Aber unser christliches Wertefundament gibt eigentlich immer Kompass. Und ich merke, dass wir als eine so große Partei mit 400.000 Mitgliedern am Ende uns immer auf ganz elementare Grundüberzeugungen wieder einigen können. Das ist ein schönes Gemeinschaftsgefühl und das finde ich, das sollten wir in der CDU auch mehr leben und herausstellen und mehr darüber reden, weil damit wir eben uns auch als Union wahrnehmen, ist genau dieser Punkt, dass wir das, was uns verbindet, stärker in den Mittelpunkt stellen als das, was uns in irgendeiner Alltagsdiskussion auch trennt. Also wir sehen, die Frage nach dem Ziel, nach dem U, das ist schwer, das tatsächlich in eine Minute zu packen. Wir haben es geschafft und machen weiter. Saladin Koban aus Berlin hat die nächste Frage. Da. Ja, schönen guten Abend. Ich bin Sachbuchautor und habe persönlich Einwanderungsgeschichte. Meine Eltern sind Gastarbeiter aus der Türkei. Die Anzahl der CDU-Mandatsträger ist die geringste im Bundestag. Was wollen Sie konkret dagegen tun und wie wollen Sie auch solche Wählergruppen ansprechen? Dankeschön. Also die Anzahl der CDU-Mandatsträger mit Einwanderungsgeschichte, das ist der, genau, da ist der Anteil am geringsten bei der CDU im Vergleich zu anderen Parteien. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen, Herr Merz, Sie dürfen. Danke für die Frage und auch danke für die Herausforderung, die damit einhergeht. Dieses Land wird vielfältiger, es wird bunter, es wird auch in der Zusammensetzung der Bevölkerung ganz unterschiedlich sein und auch darauf muss die Union eine Antwort haben. Wir werden ein Einwanderungsland sein müssen mit gezielter Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Wir werden Einwanderung begrenzen müssen, insbesondere dort, wo es sich um Einwanderung in die Sozialsysteme handelt. Und das Ganze geht nur gut, wenn wir Menschen wie Sie als Mitglieder und auch als Mandatsträger gewinnen. Und genauso wie wir uns um mehr junge Leute, um mehr Frauen bemühen müssen, die in der CDU aktiv sind, genauso müssen wir uns mehr um Menschen mit Migrationsgeschichte bemühen und müssen denen in der Union, und zwar jenseits aller Konfessionen und religiöser Bindungen, eine politische Heimat geben. Voraussetzung ist, sie sind unter dem großen Dach der christlichen Demokratie auch persönlich zu Hause. Herr Braun, wie kommen mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte in die CDU? Also ich glaube, das Erste, was wir natürlich beantworten müssen, ist, nachdem wir gerade darüber gesprochen haben, dass wir eine christliche Partei sind, dass wir auch alle, die unsere Werte teilen, aber vielleicht einer anderen Religion angehören, dass die genauso willkommen sind. Und da müssen wir auch sehr aufpassen, dass wir bei manchen Debatten, die wir als CDU führen, nicht den Eindruck erwecken, dass wir da ausgrenzen, sondern dass wir da integrieren und dass wir uns darüber freuen. Weil gerade diejenigen, die aus den Familien kommen, die zu der ersten Gastarbeitergeneration gehört haben, so haben wir es ja damals genannt, sind heute tragende Säulen unserer Gesellschaft. Und deshalb finde ich, das muss man herausstellen, das muss auch im Mittelpunkt sein. Und ich freue mich auch, dass
diejenige, die ich aus ganz anderen Gründen als Generalsekretärin vorgeschlagen habe, nämlich Serap Güler, die seit 2012 im Bundesvorstand sitzt und diese Generalsekretärsfunktion deshalb so gut wahrnehmen kann, weil sie gut diskutieren, polarisieren und integrieren kann, aber auch glaubwürdig eben für diese Teil unserer Gesellschaft steht. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Zeichen und das soll auch dazu beitragen, dass wir weitere Bevölkerungsgruppen wirklich stärker an die CDU binden, als das bisher der Fall war. Herr Röttgen, wie wird die CDU attraktiver für Menschen mit Migrationshintergrund? Also es sind ja im Grunde zwei Appelle, die Sie jetzt an uns gerichtet haben. Das eine, seht auf diese Gesellschaft, wie sie ist. Und sie ist anders in ihrer Zusammensetzung, als sie vor 30 oder 40 Jahren waren. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, wir müssen die moderne Volkspartei der gesellschaftlichen Mitte sein. Es geht eben um die Gesellschaft von heute und nicht die von gestern. Und die müssen wir annehmen und aufnehmen in die CDU. Und Sie haben auch mit Ihrem zweiten Punkt recht, wenn Sie sagen, warum sind so wenige Mandatsträger da? Es muss ja Repräsentanten geben. Das wird ja dadurch, die Frage ist ja, wie sprechen wir denn Menschen mit Migrationshintergrund an? Die Eltern haben, die vielleicht nur noch im Ausland geboren sind oder auch schon der zweiten Generation, die hier leben. Das tun wir, indem wir Repräsentanten, Abgeordnete, Parteivorsitzende haben, die für diese Gruppe sprechen, die aus ihr stammen, die authentisch sind. Und das müssen wir viel stärker machen. Das heißt, das muss ein Teil einer strategischen Personalrekrutierung sein. Das dürfen wir nicht dem Zufall überlassen, weil wir uns ja so abbilden müssen, gewollt und strategisch, wie die Gesellschaft heute ist. Und wenn wir etwas mehr über das Bereichernde, nicht nur über die Probleme, die gibt es auch, aber auch über das Bereichernde von Migranten reden, dass sie unsere Gesellschaft stärker, vielfältiger und besser machen, dann glaube ich, ist das auch etwas Sympathisches, was an diese Gruppe geht. Herr Koban, fühlen Sie sich davon abgeholt? Ihre Chance? Fühlen Sie sich abgeholt oder sagen Sie, Mensch, das habe ich doch so alles schon mal gehört? Naja, ich persönlich bin ja Mitglied der CDU, aber es wird, glaube ich, schwierig. Man braucht einfach mehr Leute, mehr Mandatsträger und das ist ein ganz großes Problem einfach. Weil die Basis, glaube ich, noch dafür nicht bereit ist, gerade in den Kreisverbänden dann auch solche Personalien zu nominieren oder den Listenplatz dann zu sichern. Da sind schon noch einige Hürden, denke ich. Also eine Baustelle. Aber ich sehe hier schon positive Ansätze. Eine Baustelle, an die man also auf jeden Fall ran muss. Ich möchte zwei Fragen zusammenfassen, weil es geht immer noch um den Punkt, wie die CDU attraktiver werden kann für weitere Gruppen, die bislang noch eher wenig repräsentiert sind. Eine Gruppe haben wir schon gesprochen. Menschen mit Migrationshintergrund, da ist die CDU, liegt ganz hinten tatsächlich bei der Prozentlage. Dennis Kern aus dem Saarland hat eine Frage dazu, jetzt bezogen auf andere Gruppen, die auch noch stärker vertreten sein könnten. Ja, die CDU, schönen guten Abend erstmal noch. Die CDU steht vor immensen Herausforderungen aktuell. Der Mitgliederschwund geht immer weiter voran, leider. Ich sehe es in meinem Kreisverband direkt als Kreisgeschäftsführer. Und wie will ein neuer Vorsitzender es schaffen, einen Handwerkskasten den Kreisvorsitzenden an die Hand zu legen, neue Mitglieder, vor allem junge Mitglieder zu gewinnen und sogar noch vielleicht versuchen, die Alten, die Ausgeschiedenen noch mal zurückzugewinnen? Mhm. Aber wir sagen mal, der Schwerpunkt liegt auf den Jungen. Ich möchte zusammenfassen mit Sibylle Dünnes-Zimmermann. Das ist die Tribüne Nummer 4. Ihre Frage bitte. Sie wollen auch, dass eine Personengruppe mehr berücksichtigt wird. Ja, genau. Meine Frage zielt auf Frauen ab. Und zwar ist es ja so, dass im 20. Deutschen Bundestag nur 46 Frauen für die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag sitzen. Das sind gerade mal 23%, was ich recht wenig finde tatsächlich. Die CDU war ja in der Vergangenheit immer im Wesentlichen stark bei den Direktmandaten. Auch da war es so in der Vergangenheit, auch gerade bei der letzten Wahl, dass überwiegend für die Direktmandate Männer aufgestellt wurden. Und ich habe jetzt rausgehört schon, dass Sie das als Problem sehen, jeder von Ihnen wohl. Aber meine Frage ist tatsächlich, wie konkret wollen Sie daran etwas ändern? Also zum einen daran, dass generell wenig Frauen in der CDU engagiert sind, aber auch insbesondere in Bezug darauf, dass Sie in die Mandatsträgerschaft kommen. Mhm. Also wir fassen die zwei Fragen zusammen. Herr Braun darf als Erster antworten. Und es geht einmal darum, die Jungen, attraktiv für die Jungen zu sein und attraktiv für die Frauen zu sein. Und wie wollen Sie das auch wirklich konkret angehen? Ja, also wenn man Mitgliederschwund bekämpfen will, dann müssen wir erstmal beantworten, wenn ein Neumitglied zu uns kommt, was kann es von der CDU an Bereicherung erfahren? Und das Erste ist, wenn zum Beispiel jemand zu uns kommt und sagt, ich interessiere mich für Verteidigungspolitik,
Dann haben Sie als Kreisgeschäftsführer vor Ort das Problem, Sie können ihm nicht sehr viel anbieten. Das passiert eher auf bundespolitischer Ebene. Landesfachausschüsse, Bundesfachausschüsse sind weit weg und unerreichbar. Deshalb zu sagen, wir brauchen eine bessere Vernetzung in der CDU, dass alle die, die für sich für solche Themen interessieren, ein direktes Angebot bekommen, dass sie erstens mitdiskutieren können und dass sie auch zu Recht den Eindruck haben, das wird auch gehört. Weil junge Leute heute fragen, weil sie überall fürs Ehrenamt geworben werden, was ist eigentlich mein Mehrwert, wenn ich mich kümmere? Und dazu ist digitale Vernetzung ganz wichtig. Die Liberaldemokraten in Großbritannien haben damit Riesenerfolge gemacht, dass sie sich als Partei grundlegend digitalisiert haben. So ähnlich stelle ich mir das vor. Dann ist die CDU die modernste Volkspartei in Europa. Das müssen wir machen. Das bringt junge Leute, glaube ich, zu uns. Bei Frauen ist die Frage noch mal ein bisschen anders. Ich bin ein bisschen betrübt, muss ich sagen, dass wir gerade im Kontext jetzt auch dieses Bewerbungsverfahren überall öffentlich so diskutiert wird, die CDU hat da ein Problem, weil ich sehe, wir haben so viele starke Frauen, die wir jetzt auch in den Mittelpunkt stellen müssen und die auch ein Vorbild sein müssen. Aber Herr Braun, die Frage war ja tatsächlich, was tun Sie jetzt? Also wie ändern Sie das? Also das Erste ist, dass wir diese Strukturensatzungskommission, also die schrittweise Einführung der Frauenquote machen müssen, damit wir Repräsentanz haben, damit Frauen sich angesprochen fühlen. Und was die Beteiligungsformen vor Ort angeht, ist auch wieder die Frage, gibt es Foren, wo sich junge Frauen, junge Familien ganz gezielt mit ihren Themen einbringen können. Und das kann nicht jeder Kreisverband für sich organisieren. Das muss auch ein Angebot der Bundespartei sein. Herr Rücken, die Jungen und die Frauen. Also ich würde drei Punkte benennen. Das eine ist allgemein, das gilt für alle, die wir werben wollen für die CDU. Das Erste und Wichtigste ist, dass wir als Partei attraktiv sind. Dass es interessant ist, auf einen Parteitag zu kommen. Wenn der Parteitag im Wesentlichen im Vollzug von Ritualen liegt, wenn es dient der Zelebration der Führungsleute und dann halten die irgendeine Rede und wir klatschen anschließend 15 Minuten. Kein normaler Mensch kommt zum Applaudieren zum Parteitag, sondern wir müssen mal wieder zum Diskutieren zum Parteitag kommen. Und wenn wir das anfangen, wenn wir die Themen, es gibt so viele Themen, wir haben eine derartig spannende Zeit, dann werden die identifiziert und wir haben digitale Möglichkeiten, es zu tun. Aber wir müssen auch präsent sein. Der neue Vorsitzende, die Generalsekretärin muss ins Land, muss in die Kreisverbände. Zweitens, es gibt Themen. Bei jungen Leuten gibt es ein definierendes Thema, und das ist Klimapolitik. Die CDU und ihr Vorsitzender müssen kompetent und glaubwürdig bei dem Thema sein. Ansonsten hören uns junge Leute nicht zu. Und wir müssen mit den jungen Leuten dort reden, wo sie selber reden, in den sozialen Medien. Tagesschau und FAZ sind super, aber nicht von jungen Leuten besucht. Wir müssen also dort sein. Bei den Frauen. Dort, wie bei den anderen Gruppen, geht es zunächst um die Repräsentantinnen und Repräsentanten. Das ermutigt. Und ich glaube, dass für alle Gruppen gilt, dass wir auch spezielle Formate machen. Denn bei Frauen an der Basis ist es oft so, dann wollen sie, gehen sie zur CDU im Stadtverband und da sehen sie eine Gesellschaft von älteren Männern, die auch sich genügen. Und dann sind sie einmal da und kommen aber die nächsten 5 Jahre nicht wieder. Herr Rottke, ich glaube, wir brauchen einen Punkt. Weiten Sie ein bisschen ab. Die Frage ist ja wirklich, was tun Sie? Ja, ja, das möchte ich ja gerne sagen. Wissen, oder darum, sehe ich das falsch? Sie nickt. Weil sie dieses nickt. Zutrittshemmnis ist, brauchen wir spezielle Formate für Zielgruppen. Also wir brauchen Konferenzen für Frauen. Formate, die sich an Frauen wenden. Formate, die sich an Migranten wenden. Und die Quote? Für die bin ich. Wir haben, wie Helge gesagt hat, wir haben einen Kompromiss. Da hat die Frauenunion nachgegeben und jetzt muss es aber auch stehen. Aber wir brauchen spezielle Zielgruppenformate, wo die Zielgruppen hinkommen, damit auch nicht die erste Erfahrung eine Abschreckungserfahrung, sondern eine Einladungserfahrung ist. Herr Merz. Ich bin im zurückliegenden Bundestagswahlkampf ganz gezielt in vielen Wahlkreisen gewesen, wo Frauen kandidiert haben. Und habe versucht, sie in diesen Wahlkämpfen auch zu unterstützen. Das werde ich in Zukunft auch machen. Und ich werde mir als Parteivorsitzender erlauben, auch ganz gezielt in einzelnen Wahlkreisen vor den Nominierungen anzurufen und dafür zu werben, dass Frauen aufgestellt und nominiert werden. Denn Sie haben unseren Flaschenhals genau richtig beschrieben. Daran liegt es. Wir gewinnen immer noch den größten Teil der Bundestagsmandate über die Wahlkreise, nicht über die Listen. Und deswegen ist es schön und gut, auf den Listen da Reißverschluss zu machen und Frauen zum Zuge kommen zu lassen. Der Flaschenhals sind die Wahlkreise. Und deswegen werde ich mich da auch persönlich engagieren.
auch um den Preis, dass mir vielleicht der eine oder andere Mann dann böse ist. Aber ich werde es versuchen, auf diese Weise durchzusetzen. Und ansonsten stimme ich weitgehend allem zu, was meine beiden Vorredner gesagt haben. Claudia Heber aus Thüringen, das ist, ich glaube, ich muss mich umdrehen, Tribüne 5. Genau, Sie haben eine weitere Frage. Ja, schönen guten Abend in die Runde. In Thüringen und auch insgesamt in den neuen Bundesländern haben wir das Bundestagswahlergebnis gehabt, dass die AfD teilweise 30 und mehr Prozent erreicht hat. Die AfD hat viele Bundestagsmandate gewonnen. Sie sitzen in den Kommunalparlamenten und das macht uns große Sorge. Und meine Frage an Sie drei, welche Strategie haben Sie diesbezüglich und auch darüber hinaus für die CDU in den neuen Ländern? Dankeschön. Herr Röttgen. Ja, Sie sprechen einen Punkt, an den wir alle, glaube ich, schmerzlich empfunden haben und nicht erst bei der Bundestagswahl. Das ist, dass unsere Niederlage in den neuen Ländern ganz besonders schmerzlich war. Und es ist nicht nur ein Wahlergebnis, sondern wir haben seit geraumer Zeit, ich habe das, als ich beim letzten Mal im Februar 2020 meine Kandidatur erklärt habe, gesagt, wir haben ein Auseinanderentwickeln von Ost und West in den politischen Meinungen und Haltungen. Und wenn wir das nicht ändern, auch für die CDU und für Deutschland, dann laufen wir auseinander, dann sind wir auch keine gesamtdeutsche Partei mehr. Und jetzt ist es dramatisch in dem Wahlergebnis geworden. Es sind drei Dinge, die ich vorschlage. Das eine ist, ich plädiere für einen Deutschland-Dialog in der CDU. Wir müssen wieder mehr miteinander reden, das haben wir praktisch eingestellt, und nicht nur übereinander reden. Und das gilt auch für Deutschland. Ich habe damit begonnen, habe Christine Lieberknecht eingeladen, Martin Patzelt, früherer Oberbürgermeister Frankfurt-Oder, und es war hochinteressant, hochspannend. Zweitens, wir brauchen wieder mehr Präsenz von Politikern, Westspitzenpolitikern in den neuen Ländern. Dort ist die gesellschaftspolitische, parteipolitische Konfrontation eine ganz andere. Da ist die AfD der Gegner und die müssen wir hart bekämpfen, weil sie nicht die Trennung zum Extremismus ziehen. Um die Wähler, die sich zum Teil im Stich gelassen fühlen, frustriert sind, müssen wir um die kämpfen, die anderen bekämpfen. Und drittens, wir sind zum Teil organisatorisch in den Kreisverbänden so schwach, ganz anders als in den Westkreisverbänden. Da sind mehrere Angestellte, Hauptamtliche. In Kreisverbänden Ost ist 450 Euro Jobber. Ich glaube, dass Sie unsere finanzielle und organisatorische Unterstützung brauchen, auch der Bundespartei. Herr Braun. Ja, also da kann ich anschließen, was Norbert Röttgen gerade gesagt hat, dass wir in der CDU so einen organisatorischen Pakt brauchen, dass wir sagen, da wo jetzt wirklich so wenig Infrastruktur ist, dass alle Ehrenamtlichen kaum mehr hauptamtliche Unterstützung für die Arbeit haben, dass der Informationsfluss nicht mehr gut funktioniert. Da müssen wir als CDU zusammenstehen und müssen diese Regionen unterstützen, damit alle auf eine gute Geschäftsstelleninfrastruktur zurückgreifen können. Das ist, glaube ich, das Erste. Und das Zweite ist, wir müssen ganz sensibel mit der Frage umgehen, dass wenn wir uns mit der AfD auseinandersetzen, dass wir wirklich auf die Wähler abzielen und nicht durch die Auseinandersetzung mit der AfD die Wähler verschrecken, die wir eigentlich wieder zurückbekommen wollen. Und deshalb ist mir so aufgefallen, weil ich auch in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem Braunkohleausstieg zu tun hatte. Da haben wir viele Versprechungen gemacht an die entsprechenden Regionen in Ostdeutschland, wie wir den guten Aufbau und die Alternative da, wo Arbeitsplätze verloren gehen, wie wir den hinkriegen. Und ich mache mir zum Beispiel Sorge, dass die Ampelregierung jetzt einen Teil dieser Zusagen aufkündigt, weil sie da schneller sein will. Und ich finde aber, dass das Gefühl ist, dass wir verlässlich sind und dass wir wirklich etwas tun, dass diese Regionen sich entwickeln, dass dort gute Arbeitsplätze entstehen, dass es Lebensqualität steigt in den ländlichen Räumen. Da gibt es, glaube ich, viel zu tun und da muss die CDU immer Anwalt der Menschen sein, damit es am Ende dann Wähler der CDU werden. Mario Chaya. Ist Mario Chaya der Einzige, der überhaupt Erststimmenzuwächse gehabt hat, von allen, auch von uns dreien, keiner gehabt. Und ich bin sehr viel dort. Und meine Erfahrung ist, erstens, die deutsche Einheit ist in den Köpfen vieler Menschen noch nicht vollendet. Es wird noch viele Jahre dauern. Wir müssen hinfahren, zuhören, aber auch Versprechen halten. Da sind die Menschen in Ostdeutschland viel empfindlicher und sensibler als manch einer im Westen. Und das Dritte ist, und das habe ich heute auch noch mal sehr klar und deutlich gesagt, kompromisslose Ablehnung einer Zusammenarbeit mit der AfD. Ich sage das gerade, weil Sie aus Thüringen kommen. So etwas, was uns da passiert ist, wird sich unter meinem Vorsitz nicht wiederholen. Das schließen Sie aus.
Das schließe ich ausdrücklich aus. Und wenn es passiert, gibt es sehr harte Konsequenzen. Da hat der Bundesvorstand einen Beschluss und an den halten wir uns. Ja, meine Damen, meine Herren, wir kommen jetzt zu einem neuen kleinen Aspekt hier, den Sie noch nicht kennen. Wir kommen zu einer Zwischenrunde. Meine Damen, meine Herren, wir haben nämlich sowas wie Halbzeit und es gibt eine Zwischenrunde, von der die Kandidaten bis jetzt nichts wussten. Und zwar dürfen sich die Kandidaten nun gegenseitig befragen. Wir machen das in alphabetischer Reihenfolge, damit das alles sozusagen hier seine Ordnung hat. Herr Braun, was ist das, was Sie schon immer und jetzt vielleicht sogar noch mehr von Herrn Merz, Entschuldigung, jetzt war ich gerade, weil Sie andersrum stehen, von Herrn Merz wissen wollten. Wir wollten es ja alphabetisch machen, jetzt Braun und dann Merz. Also, Herr Braun, gespannt. Was wollten Sie schon immer von Herrn Merz wissen? Ja, Ihre Frage. Also mich würde interessieren, wie Friedrich Merz, wenn sein Team nicht dafür ist, dass wir eine Frauenquote einführen in der CDU, nachdem wir in den letzten 10 Jahren eher Rückschritte statt Fortschritte in der Repräsentanz gemacht haben, wir auf die Perspektive von 3, 4, 5 Jahren, sondern von 2 Jahren echt etwas erreichen will, dass wir da stärker wahrgenommen werden als bisher. Also mein Team bildet wahrscheinlich die ganze Bandbreite der Meinungen in der CDU ab. Christina Stump ist gegen die Quote, Mario Chaya ist dafür und ich sage, wenn uns nichts Besseres einfällt, bin ich auch dafür. So, und das ist, glaube ich, ziemlich repräsentativ für die CDU. Ich habe es heute Morgen noch mal in einer Runde mit Frauen aus Niedersachsen gesagt. Wir werden nicht auf diesem digitalen Parteitag, aber dann im Spätsommer auf einem Präsenzparteitag die Satzung ändern. Und ich habe mir diesen Beschluss oder Vorschlag der Struktur- und Satzungskommission noch mal angeschaut. Da ist ja nicht nur das Thema Quote dabei, sondern da ist das Thema Digitalisierung und LSU dabei. Ich werde diesem Beschluss zustimmen, wenn er vorher im Bundesvorstand noch mal angepasst worden ist. Da müssen wir ein paar Daten ändern. Aber insgesamt geht er in die richtige Richtung. Das ist immer meine Meinung gewesen. Es ist die zweitbeste Lösung, weil wir ein Problem haben, das wir, auch Sie, bisher nicht gelöst. Herr Merz, und jetzt haben Sie die Chance. Sie dürfen Herrn Röttgen etwas fragen, was Sie schon immer einmal wissen wollten. Ja, also ja. Jetzt bleibe ich aber mal im politischen Bereich. Im politischen lieber Norbert. Bereich, aber ja, sonst schalten wir die Kameras also, aus. Bitte schön. Ja, also du hast dich ja sehr engagiert in der ganzen Frage China und in der Frage Huawei und hast da eine Position eingenommen, die Bundesregierung nicht geteilt hat. Wie schätzt du die Lage auch im Hinblick auf die neue Bundesregierung ein? Und bleibst du bei deiner Meinung oder siehst du eher eine Bestätigung oder eher Zweifel? Also genau das war ein Schwerpunktthema von mir. Ich sehe gerade im Bereich der Außenpolitik grundlegende Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten in der neuen Koalition. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Jahrzehnt weiterhin ein Jahrzehnt wird, fundamentale Herausforderungen an Deutschland und seiner Rolle in der Neudefinition von allen Beziehungen. USA, China, Russland, Nahe und Mittlerer Osten, aus denen sich die USA zurückziehen. China wird der umfassende Herausforderer der internationalen Ordnung sein, weil es die Fähigkeiten hat, ökonomisch, technologisch und den politischen Willen dazu. Und darum, glaube ich, wird alles das, was wir jetzt gemacht haben, richtig gemacht haben, aus einem Einladungsgesetz 5G, ein Sicherheitsgesetz, wird noch viel stärker notwendig sein. Nicht als neuer kalter Krieg, das ist die Gefahr bei den USA, sondern eine gemeinsame Politik der Stärke zu entwickeln des Westens, um gegenüber China, nicht gegen China, unsere Position zu vertreten. Und darum wird das Thema bleiben. Es wird das Nummer-1-Thema der internationalen Beziehungen sein. Herr Merz, warum hat Sie genau das Thema so umgetrieben? Weil es mich in der Tat umtreibt und weil ich finde, dass wir zu viele innenpolitische Debatten in diesem Lande führen und dass wir viel zu viel im Klein-Klein unterwegs sind. Corona überdeckt nun richtigerweise fast alles. Aber diese großen Themen, die uns da draußen in der Welt begegnen, die wir praktisch nicht wahrnehmen, sind Themen, die mich ernsthaft besorgen und beschweren und wo ich genau die Einschätzung teile, die Norbert Röttgen hier gerade gesagt hat, dass auch die neue Koalition offensichtlich darauf nicht wirklich vorbereitet ist. Herr Röttgen, jetzt aber Ihre Chance. Spontan, was fragen Sie Herrn Braun? Ich möchte gerne Helge Braun fragen, wie seine Erfahrungen sind damit, dass die Politik so extrem durch unvorhergesehene Ereignisse beschäftigt ist. Die Pandemie stand zwar in den Voraussagen möglicher Gefahren, aber keiner hatte sie auf dem Schirm. Wie wirkt sie? Was ist deine Erfahrung, wie Regierung neu organisiert werden muss,
damit sie aus diesem hinterherlaufenden Modus herauskommt, der ja ganz viel Vertrauen schafft. Es passiert immer von der Finanzmarktkrise über die Schuldenkrise, Migrationskrise, jetzt die Pandemie. Passieren immer Dinge, auf die wir nicht vorbereitet sind. Und das kostet grundlegend Vertrauen. Was ist deine Erfahrung aus dieser Rolle des Kanzleramtsministers, wie Regierung anders organisiert werden müsste vielleicht, um da besser zu werden? Ja, in der Tat. Eigentlich ist das ja schon alt. Also es gibt schon Zitate, die 1000 Jahre alt sind, über die Frage, dass Politik eigentlich immer mehr Reaktion ist als Gestaltung und Aktion. Und ich finde, da kann man aber was dran ändern. Also es gibt so viele Strategieprozesse. Ich finde übrigens, wir als CDU müssen so einen Prozess auch machen. Also auch in der Opposition, auch als Partei, dass wir neben der Frage, wie reagieren wir heute auf das, was eine Ampelregierung tut, müssen wir uns ja überlegen, was ist in 5 Jahren das bestimmende Thema? Dann hätten wir vielleicht zum Beispiel den Konflikt mit China etwas früher kommen sehen und hätten uns früher technologisch um unsere Souveränität gekümmert. Oder andere Themen, die uns sehr jetzt wie die Pandemie beschäftigen. Es gibt eigentlich Maßnahmen, die man ergreifen kann, um Pandemien zu vermeiden. Das hat was mit Tierhaltung zu tun, mit Kontrolle von Biolaboren. Es hat keiner sich darum gekümmert, weil man es zu spät gesehen hat. Und solche Foresight-Prozesse, das sind welche, das müssen Regierungen machen, damit sie gut vorbereitet sind. Aber ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass wir so eine strategische Einheit auch in der CDU haben, weil wenn die Opposition mal schneller auf die Zukunftsthemen kommt als die Regierung, dann treiben wir sie vor uns her und das ist jetzt unsere Aufgabe. Sollten wir uns gemeinsam vornehmen. Charmant auf die Aufgaben der Oppositionspartei rübergeleitet, Herr Braun. Damit vielen Dank für diese Zwischenrunde. Sie haben es schon geschafft. Und wir, meine Damen und Herren, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Bislang hatten wir Fragen, da ging es vor allem um die Parteiführung, auch um die Grundsätze. Und jetzt haben wir noch mal einmal quer durch den politischen Gemüsegarten, wenn ich das einmal so sagen darf. Aber jetzt haben Sie die Chance, noch mal Fragen zu stellen zu verschiedenen politischen Themen. Und ich rufe als erstes aus Fabian Wilke aus Hamburg. Das ist die Tribüne 3. Fabian Wilke, genau. Wochen, auch Gruppen, Frauen, Jüngere, wenn man darauf guckt. Seit können Sie ein bisschen näher gehen? Entschuldigung, wir verstehen Sie kaum. Ja. Genau. Seit 2013 hat die CDU bei den unter 35-Jährigen von einem Drittel der Wählerschaft sich reduziert auf ein Zehntel. Jeder Fünfte spricht zum Beispiel in der Rentenpolitik, bei der Arbeitsmarktpolitik, der CDU die Kompetenz nur noch zu. Dabei, wir waren bei den Jüngeren, Klima ist das entscheidende Thema, aber auch die Zukunft der Rente ist ein entscheidendes Thema. Die Ampel, die hält den Status quo aufrecht, wie ich das sehe. Die Generation der jüngeren Wähler wird mehr belastet. Was ist Ihre Strategie, gerade in Rentenfragen, sich zukunftsmäßig und generationengerecht zu positionieren? Vielen Dank. Generationengerechtigkeit. Was ist das Konzept der CDU für Generationengerechtigkeit? Herr Merz. Das Interessante an den Diskussionen mit jungen Leuten ist, dass wir dort nicht nur das Klimathema sehen, sondern auch das Thema, was Sie gerade angesprochen haben mit sozialer Absicherung. Ich habe am vergangenen Samstagabend bei der Jungen Union gesagt, dann macht ihr doch bitte mal eine Sozialstaatskommission oder eine Rentenkommission und macht mal Vorschläge aus der jungen Generation heraus, was wir denn tun sollen. Diese Koalition, die jetzt zu Ende geht, und das ist nicht das Versäumnis der CDU, sondern das ist die Blockade der SPD gewesen, hat es nicht geschafft, ein zentrales Versprechen dieses Koalitionsvertrages, den sie gemacht haben, einzulösen, nämlich eine Rentenreform, die jenseits des Jahres 2025 wirkt. Ab 2025 gehen die geburtenstarken Jahrgänge in die Rente und die geburtenschwachen Jahrgänge kommen nach. Wir haben ein richtig dickes Problem. Und das können wir nicht mit einem Federstrich lösen, sondern dafür brauchen wir auch nach meiner Einschätzung für die Partei eine Sozialstaatskommission, in der wir uns über die Zukunft der Rente, die Zukunft der Krankenversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Pflegeversicherung unterhalten. Wir können zu dem Ergebnis kommen, alles zu lassen wie bisher. Dann müssen wir nur wissen, dass wir einen ständig steigenden Zuschuss aus dem Bundeshaushalt für alle Zweige unserer Sozialversicherung brauchen. So, dieses Thema müssen wir noch mal anpacken. Ich habe keine vorgefertigten, keine endgültigen Antworten. Ich habe Ideen. Aber ich weiß, dass gerade in der jungen Generation dieses Thema extrem mit großem Interesse aufgenommen wird und extrem intensiv diskutiert wird. Und deswegen möchte ich dieser Generation auch unter der großen Überschrift eines neuen Generationenvertrages in der Sozialpolitik in der CDU Gewicht und Stimme geben. Zukunftsämste der jungen Generation, Generationengerechtigkeit ist gefordert. Herr Braun, wie wollen Sie das angehen? Also die Aufgabe ist riesig, weil wir haben jetzt als einen ersten Schritt
habe gesagt, wir machen eine Sozialgarantie. Das heißt, die Lohnnebenkosten stabilisieren wir aus dem Bundeshaushalt bei 40%. Und das hat alleine in diesem Jahr bedeutet, dass wir einmal 7 Milliarden und dann nochmal 7 Milliarden, also 14 Milliarden in die gesetzliche Krankenversicherung zuschießen müssen, um dieses Versprechen zu erfüllen. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren fundamentale Reformen brauchen, damit wir auf der einen Seite wettbewerbsfähig bleiben, was unsere Lohnnebenkosten angeht, und auf der anderen Seite die Qualität unserer sozialen Sicherungssysteme erhalten. Und Olaf Scholz, muss man sagen, im Koalitionsvertrag steht zur gesetzlichen Rente nur drin, an welchen Stellschrauben man nicht drehen will als Ampel. Und in den letzten Jahren als Finanzminister hätte er eine Antwort geben müssen, was machen wir mit der schwächelnden Riester-Rente, was ist die Alternative? Und da ist auch nichts gekommen. Insofern glaube ich, ist es für uns als CDU eine Chance, dass wir uns das gemeinsam angucken. Und ich finde auch, da kann man breit einladen, dass wir gemeinsam diskutieren. Ich finde solche Gedanken wie die Deutschlandrente, also mit einem obligatorischen, aber mit Opt-out versehenen privaten Säule, eigentlich eine super Idee. Aber das ist etwas, wo ich auch finde, das ist eine der großen Zukunftsfragen, die müssen wir mit jungen Alten in der CDU insgesamt im nächsten Jahr diskutieren, damit wir schnell eine richtig gute Alternative zu dieser Regierung haben. Ich glaube, so schwer wird das gar nicht, wenn ich mir angucke, was die machen. Herr Röttgen, was wäre Ihre Alternative für mehr Generationengerechtigkeit? Ja, und junge Leute, das war der Kontext. Ich war gestern Abend digital bei der JOTU Frankfurt. Und die haben mir gesagt, wissen Sie, wie viel CDU gewählt haben unter den 18- bis 24-Jährigen? Ich mache mal 2 Sekunden Pause, jeder denkt sich, gibt seinen Tipp ab. 5,6%. 18- bis 24-Jährige Frankfurt, 5,6%. So, ich glaube, dass wir das mit einer Rentenkommission noch nicht ganz drehen werden im Trend. Und darum sind es auch andere Dinge. Das Erste ist, ich habe es eben gesagt, wir müssen dort sprechen und so sprechen, wie junge Leute sprechen und wo sie sprechen. Also wenn wir das alles machen, diese tollen Gedanken, aber wenn sie nicht auf Instagram stattfinden, dann werden wir junge Leute nicht erreichen. Wir müssen sie so sprechen, dass sie uns überhaupt hören. Und dann müssen wir über die Themen sprechen, über die sie auch was hören wollen. Und dann bleibe ich dabei, das Klimathema ist die Zutrittsbedingung für den Dialog mit jungen Leuten. Und dann müssen wir das ausweiten und sagen, wir sind nicht nur Klima, aber das ist es, da sind wir glaubwürdig, das wollen wir wirklich, nicht taktisch. Aber das ist ein Teil von Generationengerechtigkeit insgesamt. Da bin ich auch nicht für die Kommission, weil wir hatten schon so viele Kommissionen. Und wir haben es eigentlich alles auf dem Tisch liegen. Flexibilisierung des Alterseintritts. Wir brauchen mehr Beschäftigung. Das ist der entscheidende Schlüssel. Die Demografie steht ja fest. Also lasst uns doch über die Sache reden und nicht über die Verfahren. Also über die Sache reden. Aber ich bemerke, Herr Wilke, Sie saßen vorhin, als die Kandidaten geantwortet haben, saßen Sie oft ein bisschen mit verschränkten Armen da. Deswegen stelle ich an Sie die Frage. Ich verstehe mich hier als Ihre Anwältin. Reicht Ihnen das? Hat Sie das hier überzeugt? Also die Ansätze sicherlich, aber ich möchte noch mal betonen, die Freiheit zukünftiger Generationen, das ist auch ein Thema des Bundesverfassungsgerichts. Und die CDU sollte nicht auf das Klima, auf ein Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts warten, nicht auf ein Rentenurteil, sondern sollte sich da positionieren und sollte der Ampel entgegenstehen als Alternative auch für junge Wählerinnen und Wähler in der Zukunft. Ja, genau richtig. Aber jetzt muss man auch ein bisschen selbstkritisch sein. Wir hatten die Gelegenheit in der Klimapolitik, auch etwas zu machen, was nicht ein Urteil bedarf. So, und darum müssen wir ja lernen. Also ich glaube, wir können nicht sagen, wir haben jetzt alles richtig gemacht und es war ein Unfall, warum wir abgewählt worden sind. Und ich glaube, bei den 95%, 94,4% 18- bis 24-Jährigen, die uns nicht gewählt haben, da ist genau das Thema und wir müssen es ausweiten zum Generationenthema, zum Generationengerechtigkeitsthema als ein Freiheitsthema. Das hat genau uns das Verfassungsgericht vorgelegt und dann müssen wir mit Werfe rein und so, dass sie uns hören. Dann kommen wir zu einer weiteren Frage und die hat Volker Persch aus NRW und das ist die Tribüne 2 hier an dieser Stelle. Da kommt Ihr Mikrofon, nehmen Sie sich die Zeit. Im Wahlkampf hat Armin Laschet viel Richtiges gesagt, unter anderem auch den Satz, Bildung ist die beste Sozialpolitik. Leider ist dieser Satz wie viele andere nie konkretisiert worden im Wahlkampf, was ich sehr bedauere. Meine Frage an Sie ist, teilen Sie diese Aussage? Und wenn ja, wie können Sie zu diesem Thema, was könnten Sie sich vorstellen, zu diesem Thema konkret zu tun in Bund, Ländern und Gemeinden? Herr Braun. Ja, also erster Schritt. Bildung ist eine kostenträchtige Aufgabe, deshalb gerade auch die Möglichkeiten, die wir jetzt von der Verfassung haben,
die Kommunen bei der Ausstattung von Schulen zu unterstützen, die Digitalisierung voranzutreiben, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Zweite ist aber, Menschen haben heute andere Lebensläufe als früher. Das heißt, Bildungsaufstieg in jedem Lebensalter zu ermöglichen. Diejenigen, die erst eine Lehre oder Ausbildung machen, die dann sich später entscheiden, studieren zu wollen, kriegen die auch BAföG-Unterstützung vom Staat zum Beispiel? Sind solche Aufstiegsbiografien möglich? Das sind Antworten, die wollen junge Menschen heute von uns haben, aber auch welche, die im mittleren Lebensalter sich nochmal entscheiden, eine andere Bildungsbiografie zu machen. Und die müssen wir alle unterstützen, weil ich glaube, jede zusätzliche Bildungsqualifikation, die man macht in unserem Land, führt dazu, dass man an seinem eigenen Wohlstand und an seiner eigenen Zukunft für sich und seine Familie arbeiten kann. Und deshalb Bildung unterstützen, von Anfang bis zur hohen Bildung und jeden Einzelnen auch in seiner Bildungsbiografie unterstützen, finde ich ein absolut wichtiges Thema. Herr Röttgen, Bildung ist ja ein riesiges Thema. Wo würden Sie ansetzen? Eine Stellschraube. Das ist ja gefragt worden. Wie füllen Sie das mit Leben? Hat Herr Persch gefragt. Wenn Sie eine Stellschraube herausgreifen in der Bildung, wo würden Sie ansetzen? Also die Stellschraube, die nicht funktioniert, ich bin Föderalist, ist unser Bildungsföderalismus. Ich glaube, dass wir eine Krise des Bildungsföderalismus haben. Denn die Aussage von Armin Laschet ist absolut richtig. Und weil sie richtig ist, hat die Pandemie deutlich gemacht, wie skandalös das im Stichlassen der jüngeren Generation und der Schulen ist. Dass die Bundeskanzlerin über die Anschaffung von iPads mit Ministerpräsidenten verhandeln muss. Da stimmt doch was nicht. Dass die Schulen auch übrigens über Monate und jetzt über mehr als ein Jahr und deutlich mehr immer noch nicht aufgerüstet sind. Das zeigt, dass wir die wichtigste Ressource, diesen Teil von Sozialpolitik, Chancen geben, ausstatten, einfach in einer unverantwortlichen Weise immer am Rand liegen lassen. Und ich glaube, dass die Aufgabe der CDU ist, diese Kleinstaaterei, die wir haben, zu überwinden, indem wir auch als Bundespartei uns mit dieser Situation beschäftigen und eine Bundespolitik mit unseren Landespolitikern zusammen eine einheitliche Position aufbauen, die Schule für alle und vor allen Dingen die Gerechtigkeitsfrage, dass die schwächer starten, besondere Hilfe brauchen, wirklich so angemessen ins Zentrum deutscher Politik rückt. Ich finde, das haben wir jetzt alle gelernt in der Pandemie. Und die Stellschraube ist die Schlussfolgerung, daraus zu ziehen, was wir an Unzulänglichkeit erlebt haben. Also Schulpolitik rüber zum Bund. Das wird nicht funktionieren, weil die Länder das nicht mitmachen. Wir haben aber diese Krise und die müssen wir auch aussprechen und beim Namen nennen. Und wir brauchen mindestens mal als Partei, als CDU, ein einheitliches Konzept, damit wir Druck machen, damit das Thema Stellenwert bekommt. Und wirklich dahin kommt, wo es ist, wo es hingehört, ins wirkliche Zentrum. Ich glaube, wir haben das Argument verstanden. Herr Merz. Also mit Verlaub, ich glaube daran nicht, dass es uns gelingt, in absehbarer Zeit an diesen Strukturen des Bildungsföderalismus etwas zu ändern. Das setzt nämlich voraus, dass wir das Grundgesetz mit 2/3 Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat ändern. Und alleine das kostet uns Jahre. Und die haben wir nicht. Aus meiner Sicht gibt es eine andere Stellschraube und die heißt berufliche Bildung. Das größte Defizit, was ich in unserem Bildungssystem sehe, ist, dass wir viel zu viele junge Menschen in die Gymnasien treiben und viel zu wenige in der beruflichen Bildung haben, die dort einen großen Erfolg haben könnten. In Handwerksberufe gehen, in die Betriebe gehen, die Meister werden, Betriebsleiter werden. Und wir brauchen uns nicht darüber zu wundern, wenn der Fokus der Politik fast nur auf der gymnasialen und der akademischen Bildung liegt, auch die finanzielle Förderung fast ausschließlich dort stattfindet. Und diejenigen, die sich weiterbilden wollen, die Meisterprüfungen machen wollen und, die es zum ganz großen Teil aus eigener Tasche bezahlen müssen. Dann ist die ökonomische Frage beantwortet, wo man hingeht. So, und deswegen ist aus meiner Sicht die berufliche Bildung eines der, wenn nicht der entscheidende Schlüssel, um das Problem zu lösen. Und wir haben mit der dualen Ausbildung in Deutschland ein solches Fund in der Hand. Andere Länder machen es nach und wir vernachlässigen es in der öffentlichen und in der politischen Debatte. Ich möchte das ändern. Dankeschön an dieser Stelle. Dann rufe ich auf. Elin van Goll hat eine Frage aus Hessen. Das ist Tribüne 3. Guten Abend nochmal von mir in die Runde. Meine Frage ist, wie Sie den Erneuerungsprozess der CDU Deutschland anstoßen wollen, in welche Richtung das gehen wird und vor allem, welche Rolle für Sie das Thema Klimaschutz spielen wird. Vielen Dank. Also Erneuerung der CDU, aber welche Prio bekommt da Klimaschutz? Herr Röttgen. Also zum Klimaschutz habe ich eben meine Position dargelegt. Ich halte es für zentral.
Und ich glaube auch, dass wir in den Wettbewerb gehen müssen. Die Ob-Frage des Klimaschutzes ist jetzt hinter uns. Und jetzt geht es um die Wie-Frage. Wer kann es denn besser? Und ich nehme für uns in Anspruch, dass wir die beste, kompetenteste Klimapartei in Deutschland mindestens werden würden. Werden wollen und werden. Weil wir es marktwirtschaftlich machen, weil wir es technologisch machen, weil wir für soziale Akzeptanz sorgen werden und weil wir es international können. Da ist jetzt ein neuer Wettbewerb und ich empfehle uns und würde als Vorsitzender dafür sorgen, dass wir in den Wettbewerb mit dieser Ampel und mit den Grünen gehen, dort besser zu sein. Und das ist ein Beispiel dafür, wie ich mir Erneuerung vorstelle. Es ist zum einen, glaube ich, dass wir wieder viel stärker schauen müssen, aus dem Normalblickwinkel normaler Menschen auf die Themen, die in ihrem Leben eine Rolle spielen. Wir haben über Schulsituationen gerade gesprochen. Wir können über Familiensituationen sprechen. Das heißt, wir müssen normaler werden, auch in unserer Sprache und Betrachtung. Und das müssen wir verbinden mit den großen Themen unserer Zeit. Da ist die Klimafrage, wie schaffen wir es denn endlich? Wie behauptet sich Europa? Wie ist die Stabilität der sozialen Sicherung für die junge Generation zu gewährleisten? Wir müssen die Themen identifizieren und wir müssen sie wieder in die Partei holen. Die Türen hier alle aufmachen, die Themen rein, die Mitglieder rein und auch die Gesellschaft, mit der wir diskutieren wollen, reinholen. Und dann, glaube ich, werden wir interessant, kompetent und wieder führend. Also wir hören raus, Klimaschutz ist wichtig. Herr Merz, Klimaschutz und Erneuerung. In dieser Diskussion liegt ein riesiges Enttäuschungspotenzial angelegt. Selbst wenn die neue Regierung alles schafft, was sie sich vorgenommen hat, und daran zweifeln viele und ich auch, dann werden wir in 4 Jahren immer noch auf der Welt zu hohen CO2-Ausstoß sehen. Und deswegen ist mir diese Debatte etwas zu verengt auf Deutschland. Wir könnten einen Beitrag leisten zur Lösung des globalen Problems, wenn wir in Deutschland wieder ein Land werden mit modernsten Technologien. Ich schließe hier ausdrücklich mit ein, nicht nur die CO2-Vermeidung, sondern auch die Abscheidung von CO2, man nennt das Sequestration von CO2 bei Verbrennungsprozessen und so weiter. Dafür gibt es mittlerweile interessante technologische Entwicklungen, allerdings viel außerhalb Deutschlands. Und wenn wir damit einen Beitrag zur globalen Lösung des Problems leisten. Wir steigen in diesem Land zu viel aus. Wir reden ständig darüber, wo wir überall aussteigen. Aus der Kernenergie, aus der Steinkohle, aus der Braunkohle, wenn möglich jetzt auch demnächst noch aus der Gasverstromung. Das ist mir ein bisschen zu viel aussteigen. Wir müssen mal wieder darüber reden, wo wir eigentlich einsteigen wollen. Und das hat Deutschland stark gemacht. Wo steigen Sie ein, Herr Merz? Naja, also zum Beispiel in das Thema CO2-Abscheidung. Das ist aus meiner Sicht noch längst nicht durchdiskutiert und noch nicht zu Ende erforscht. Auch neue Kraftwerkstypen, nicht Kernkraft, aber neue Kraftwerkstypen, die auch CO2-neutral arbeiten können. Also da liegen so viele Themen auf der Straße, die wir mal behandeln müssten. Ich finde die Diskussion in Deutschland zu eng. Sie ist vor allen Dingen viel zu national. Herr Braun, Klimaschutz. Ja, also ich glaube, wir brauchen einen Zukunftsdialog, wo wir mal ganz präzise sagen, worin unterscheidet sich die CDU im Klimaschutz von den anderen? Und das Erste, glaube ich, was wir rausarbeiten müssen, wir machen es marktwirtschaftlich. Das haben wir ja mit der CO2-Bepreisung schon begonnen. Und was heißt das? Das ist der günstigste Weg, den wir haben können, um erfolgreichen Klimaschutz zu machen. Das heißt, wir bezahlen alles, was nötig ist, aber eben auch nicht mehr. Und das Zweite ist, wir machen es sozial ausgewogen. Die Grünen haben ja diese Idee von dem Klimageld. Jeder von ihnen kriegt 70 Euro und damit soll er seine Klimazukunft organisieren. In der Stadt, derjenige, der in einer Wohnung wohnt und im öffentlichen Personennahverkehr fährt, der kriegt das von anderen erledigt, der braucht die 70 Euro nicht. Aber der im ländlichen Raum wohnt, der pendelt, der in seinem Einfamilienhaus eine Heizung hat, der hat enorme Kosten. Unterstützen wir den? Ich bin dafür, dass wir den Menschen sagen, wir nehmen sie mit auf diesem Weg. Und das Dritte ist, wir reden so viel über die erneuerbaren Energien, aber jeder weiß, wir brauchen noch eine weitere grundlastfähige Energie. Und da müssen wir Technologieführer werden. Aus meiner Sicht spielt da Wasserstoff eine enorme Rolle. Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir da auch geostrategisch ganz neue Partnerschaften eingehen können. Statt Gas aus Russland und Öl aus arabischen Staaten können wir mit der Welt neue Kontrakte schließen über die Frage, wer liefert uns zu günstigen Konditionen Wasserstoff. Und dann entsteht plötzlich ein neues Zukunftsbild einer modernen Industrienation, die CO2-neutral arbeitet. Und ich glaube, davon kann man viele Menschen in Deutschland überzeugen. Und deshalb müssen wir so lange darüber diskutieren, bis wir alle gemeinsam auch die Geschichte erzählen können. Danke, Herr Braun, denn wir haben eine weitere Frage zur Energiewende. Die kommt von André Röckmann aus Niedersachsen. Verwandtes Thema. Das ist die Tribüne 4, genau hier vorne.
Ja, schönen Abend in die Runde. Im Prinzip schließe ich mich an dem Thema an, was wir gerade schon haben, weil letztendlich ist es ja so, dass die Frage zum Königsweg in der Energiewende ja schon im Wahlkampf die Nation gespalten hat und letztendlich ja richtungsweisend für unser Land ist. Und deswegen meine direkte Frage, wie sieht denn Ihr Königsweg aus, um die Wende zu schaffen und gleichzeitig die Wirtschaft und auch den Wohlstand in Deutschland zu erhalten? Herr Merz. Also den Königsweg wird es wahrscheinlich gar nicht geben, aber ich will mal anschließen an das, was Helge Braun gerade gesagt hat. Die Wasserstofftechnologie ist möglicherweise eine der großen Zukunftstechnologien in der Energieversorgung. Wasserstoff können Sie auch durch Gasnetze transportieren. Wasserstoff kann Gas ersetzen, jedenfalls teilweise. Nur die Verengung bei Wasserstoff auf grünen Wasserstoff, den halte ich für falsch. Wasserstoff kann man auch aus Gaskraftwerken erzeugen. Wasserstoff kann man auch aus Atomkraftwerken erzeugen. Das werden andere Länder tun. Nehmen wir den dann hier wenigstens ab oder nicht? Wasserstoff kann man durch große Wind- und Sonnenkraftwerke außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erzeugen. Geben die Franzosen dann die Durchleitung frei für diesen Wasserstoff? Also da stehen eine ganze Reihe von Fragen im Raum, die man in dieser Komplexität versuchen muss zu beantworten. Und unterm Strich muss eines stehen. Dieses Land braucht... Wirtschaft davon profitieren? Entschuldigung, ich gehe rein, weil die Frage war ja tatsächlich sozusagen, wie schaffen wir die Energiewende und gleichzeitig auch sozusagen eine stabile Wirtschaft? Das soll genau der Punkt zum Schluss sein. Wir brauchen in diesem Land, wir sind ein Industrieland und wir brauchen in diesem Land sichere, stabile, preisgünstige Energieversorgung. So, und das muss sozusagen auch als Obersatz da stehen mit allen Themen, die wir dann durchdeklinieren in der Energieversorgung. Also wir brauchen wahrscheinlich eine Energiewende 2, wenn wir erfolgreich sein wollen, in diesem Anspruch, nämlich Energieland zu sein. Herr Braun. Na, der ganz wichtigste Punkt ist Forschung und Entwicklung. Wenn wir das in unserer Industrie die Ersten sind, die die Technologien beherrschen, wie zum Beispiel eine Stahlindustrie, die mit Wasserstoff arbeitet. Dann können wir diese Technologien in die Welt exportieren, leisten damit einen Beitrag dafür, dass auch andere Länder ihren CO2-Abdruck verbessern. Und trotzdem sozusagen bleibt Deutschland Exportweltmeister und mehrt auch seinen Wohlstand. Und ich glaube deshalb, in auch technologieneutral aufzutreten, also nicht immer zu sagen, wir wissen in der Politik genau den Königsweg, aber alle diejenigen, die schlauen Forscher und Entwickler in Deutschland, die gute Ideen haben, die unterstützen wir, damit am Ende aus einem breiten Portfolio von Technologien die Lösungen entstehen, die eine CO2- oder eine kohlenstofffreie Energiewirtschaft ermöglichen. Herr Röttgen, die Energiewende. Und wenn Sie erlauben, aber ich habe wahrgenommen, dass Sie bei dem, was Herr Braun gesagt haben, so ein bisschen skeptisch gewirkt haben. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir auch einen Konsens, glaube ich, weitgehend in der CDU haben, was auch gut ist. Also wir haben ein Ziel, das heißt 2045 Klimaneutralität. Und das geht nur mit klimaneutraler Energieproduktion. Und da haben wir auch keine Zeit zu verlieren. Ja. Und wir warten jetzt mal, wann die Forschung etwas ergibt, sondern wir müssen natürlich sofort loslegen. Das ist auch ein Thema mit Dringlichkeit. Ich stimme ausdrücklich zu. Ich habe mir als Bundesumweltminister damals noch den Mund fusselig darüber geredet, der Emission von CO2 einen Preis zu geben. Das ist das marktwirtschaftliche Instrument, das man einsetzen muss. Es ist auch ein Beitrag zur Gerechtigkeit, denn wir verlagern bislang die Kosten von CO2-Emissionen auf die Zukunft, auf die nächste Generation, Generationengerechtigkeit. Also müssen wir sie in die Gegenwart holen und dann werden Investitionen in neue Technologien natürlich auch wettbewerbsfähig, wenn man nicht mehr die Kosten für CO2 in die Zukunft verlagern kann. Das ist sozusagen marktwirtschaftlich ein ganz großer Schlüsselpunkt. Da müssen wir massiv fördern, die Innovationen. Wir brauchen drittens eine Veränderung der Rahmenbedingungen für den örtlichen Vollzug. Wir entscheiden alles auf Bundesebene, aber es stockt, weil wir viel zu kompliziertes Verfahrensrecht mit gerichtlicher Kontrolle haben. Und viertens ist die internationale Energieproduktion. Wir werden das nicht in Deutschland alleine schaffen, aber wir haben Nachbarstaaten, für die es ein Exportgut sein wird. Marokko, also im Nordafrika, aber auch im Osten von Europa. Grünen Strom zu produzieren und den nach Deutschland und Zentraleuropa zu bringen. Herr Röttgen, Sie haben jetzt die Chance. Wollen Sie eine Zusatzfrage? An dieser Stelle, wichtiges Thema, Klimaschutz, bitte. Genau, wir brauchen das Miet die Angel.
Eine Rückfrage dazu. Hat sie überzeugt? Also ich möchte zu dem Thema noch anmerken. Also im Prinzip haben alle drei Kollegen schon recht, was die Innovation angeht und auch die Techniken, die wir brauchen, um Energie dann auch zu klimaneutral zu erzeugen. Aber vieles von dem ist auch in den letzten Jahren ganz klar versäumt worden, weil die Technologien, ich sag mal Bosch mit Gleichstromleitungen etc., die sind auch einfach liegen geblieben. Und auch im Stromnetzausbau haben wir viel zu lange auf Gleichstrom, auf Wechselstromtechnik gesetzt und den Gleichstrom vernachlässigt. Bei uns zum Beispiel im Landkreis Cloppenburg haben wir eine Wechselstromleitung seit 2015 in Planung. Die sollte 22 fertiggestellt werden. Es wird wahrscheinlich 26. Lange drum gekämpft mit der Bevölkerung, weil sie überirdisch gelegt wird. Und jetzt wird sie gebaut und gleichzeitig planen wir schon wieder die Gleichstromleitung, die jetzt auf einmal unter die Erde können. Also da ist viel versäumt worden. Man hinkt hinterher, genau. Ich muss reingehen. Richtig. Herr Braun, ja. Sie nochmal, weil er sagte ja gerade, irgendwie hinkt man dem Ganzen ja hinterher. Ja. Sie waren ja in Regierungsverantwortung, deswegen die Frage geht jetzt erstmal nur an Sie. Eins ist völlig klar, mit dem derzeitigen Planungsrecht werden wir die Energiewende nicht rechtzeitig schaffen. Wir sehen das beim Leitungsausbau, den sprechen Sie ja an, mit aller Deutlichkeit. Und das ist nicht leicht zu ändern. Da muss man zum Teil bis hoch auf Regularien, die auf der Ebene der Vereinten Nationen sind. Aber das ist egal. Das Ziel ist entscheidend und deshalb müssen die Regularien verändert werden, damit wir gerade beim ganzen Thema Ausbau wirklich schneller werden können. Dann springen wir noch mal zu einem anderen Thema. Deutschlands Rolle etwas in der Welt. Alice Carolina Jacobi aus Hessen. Das müsste die Tribüne 1. Dort ist sie. Genau, Sie haben eine Frage. Guten Abend. Die Kanzlerin Frau Merkel hatte ja eine sehr wichtige Führungsrolle in Europa inne und hinterlässt jetzt eine Lücke. Sie wurde aber auch vielfach kritisiert für ihre ablehnende Haltung Präsident Macrons Reformvorschlägen gegenüber. Deshalb nun meine Frage, wie soll sich nun die CDU positionieren mit Blick auf die Führungsrolle in Europa, aber auch die Partnerschaft mit Frankreich? Herr Braun, Sie sind dran. Ja, also die Partnerschaft mit Frankreich, glaube ich, ist wirklich etwas ganz Entscheidendes für Deutschland. Und daran sollten auch ein nächster Bundeskanzler immer festhalten. Aber wo Sie recht haben, ist, Europa hat massiven Reformbedarf. Wir haben ja gerade diese Diskussion zur Zukunft Europas, wie die sich die Institutionen aufstellen. Und wir haben auch viele Herausforderungen, also Ungarn und Polen, die Frage der Rechtsstaatlichkeit, die Migrationsthemen. Und da hat sich Angela Merkel in vorbildlicher Weise wirklich sehr, sehr eingesetzt, um Europa zusammenzuhalten. Und ich glaube, unsere Aufgabe als CDU wird es jetzt sein, in der Opposition die Bundesregierung da zu unterstützen, wo sie für den Zusammenhalt in Europa arbeitet, aber auch vorsichtig zu sein, da, wo die neue Regierung möglicherweise Dinge macht, und das befürchte ich auch, wo sie dem zukünftigen Zusammenhalt in Europa eher einen Bärendienst erweist. Nämlich das ist zum Beispiel die Frage, ob weitere Verschuldung in Europa möglich ist. Olaf Scholz haben wir schon in den letzten Jahren sehr aufgepasst, dass er da nicht zu viel macht. Bankenunion, Verschuldung oder auch Vergemeinschaftung von sozialen Systemen, Arbeitslosenrückversicherung, europäischer Mindestlohn. Da gibt es in Europa eine Menge Dinge, die, wenn man auf mittlere Sicht schaut, auch für den Zusammenhalt gefährlich sein können. Und da müssen wir als CDU echt unsere Stimme erheben. Herr Röttgen, wie positioniert sich die CDU nun mit Blick auf die Partnerschaft mit Frankreich und die Führung in Europa? Ja, und die ganze europäische Frage. Genau. Ich glaube, es wird die historische Frage in diesem Jahrzehnt werden. Ich halte es nicht für gesichert, anders als in früheren Jahrzehnten, dass Europa am Ende dieses Jahrzehnts überhaupt nur noch zusammenhält. Geschweige denn nach außen handlungsfähig wird. Es gibt drei Punkte. Das eine ist die Schuldenfrage. Die SPD und der Finanzminister Scholz in besonderer Weise haben ja in den vergangenen ein, zwei Jahren das Schuldenmachen geradezu und ausdrücklich als einen europäischen Gründungsmoment beschrieben. Ich glaube, das ist auf Pump Europa zu bauen, ist eine absurde Vorstellung. Das wird unsere Kritik finden. Das zweite ist Zusammenhalt. Du hast Polen und die Rechtsstaatsfrage angesprochen. Ich bin in Sorge, ob diese Konfrontation Ost-West mit Polen und Ungarn, wo ich nicht für Kompromisse natürlich plädiere in der Rechtsstaatsfrage, das brauche ich nicht lange auszuführen. Aber wir sind doch in der Gefahr, dass es zu Eskalationen kommt, die brandgefährlich werden können. Wenn es zu einem polnischen Exit käme, weil eine nationalistische Regierung vielleicht das machtpolitisch für opportun hält, dann wäre das europäische Projekt gescheitert. Und drittens, wir haben in Afghanistan, in dem Desaster des Westens dort, nicht nur amerikanischen Rückzug, sondern europäische Ohnmacht erlebt. Und ich bin nicht bereit, dass Deutschland sich und die CDU damit abfindet, dass in dem geopolitischen Wettbewerb, der Rivalität, die wir haben,
Europa ohnmächtig bleibt. Und darum wird es an Deutschland hängen, ob es ein europäisches Format für eine robustere Außenpolitik gibt. Und in allen Punkten bin ich bei der Regierung eher besorgt. Ein europäisches Format in allen Punkten werden wir sehen. Herr Merz, wie Ich will Ihnen nicht den Rücken zudrehen. Deswegen erlauben Sie mir, dass ich das einmal so beantworte. Also ich komme aus der Europapolitik. Ich habe die ersten 5 Jahre meiner aktiven Politik im Europäischen Parlament verbracht. Und das hat mich persönlich tief geprägt. Ich glaube, ich habe verstanden, wie diese Europäische Union arbeitet, was sie kann und was sie nicht kann. Und deswegen hätte ich mir einen anderen Umgang mit Frankreich gewünscht. Das, was Macron da aufgeschrieben hat in 3 Reden, war nicht alles neu. Da war viel alter Gaullismus dabei. Aber es hätte eine bessere, konstruktivere Antwort aus Deutschland verdient. Der eine Nachbar ist Frankreich, der andere Nachbar für uns ist Polen. Und wir haben uns diese Lage, in der wir sind, nicht ausgesucht. Deutschland ist die geostrategische Mitte Europas. Wir sind mit Abstand das bevölkerungsreichste Land dieser Europäischen Union. Und deswegen haben wir für Europa und das Gelingen Europas eine ganz besondere Verantwortung. Dann hat Norbert Röttgen zur Regierung einiges gesagt. Lassen Sie mich zur Partei noch schnell was sagen. Wir sind ja Mitglied der Europäischen Volkspartei. Ich werde mich als Parteivorsitzender um diese Europäische Volkspartei intensiv kümmern. Und ich werde einen bestimmten Teil meiner Zeit damit verbringen, in Brüssel zu sein, bei unseren Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament, aber auch dort, wo die Europäische Volkspartei ist, und mit den Kolleginnen und Kollegen dort, mit den Parteivorsitzenden in Europa darüber zu sprechen, was wir als Christdemokraten in Europa gemeinsam machen können. Denn wir haben Geschichte geschrieben in Europa und es wäre fatal, wenn diese Geschichte so ausgeht, dass Europa keine Zukunft mehr hat. Wir bleiben bei der Außenpolitik. Arian Agashai hat eine Frage. Das ist die aus NRW, stammt er? Tribüne 2, da ist schon das Mikrofon. Ja, ich bin gebürtiger Westfale, wie Sie sagen. Also mit allen 3 Kandidaten die gleiche politische Heimat, aber mit 2 sozusagen auch Westfalen. Ich habe ein Jahr im Ausland studiert und mir ist aufgefallen, da waren viele Menschen überall aus der Welt. Und wenn es um Politik ging, war ein Thema, gerade auch unter jungen Menschen, voll im Fokus. Die geostrategische Konfrontation zwischen dem Westen und der Volksrepublik China. Der Wohlstand, den wir insbesondere in Deutschland haben, ist aufgebaut auf Exportüberschüsse. Das finde ich grundsätzlich auch gut, dass wir so eine starke Exportwirtschaft haben. Aber wenn das dazu führt, dass wir einen Teil unserer Souveränität aufgrund unserer gewonnenen Abhängigkeit abgeben, dürfen wir das zulassen? Die konkrete Frage, wie werden Sie diesen Konflikt nicht nur deskriptiv, sondern ganz konkret adressieren? Werden Sie geschlossen mit unseren westlichen Bündnispartnern dort klare Kante zeigen? Klare Kante. Röttgen, Herr Röttgen. Ja, ich habe eben schon ja etwas zu China gesagt. Es war mit mein wichtigstes Beschäftigungsthema jetzt als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. China ist die Herausforderung der internationalen Ordnung, der Herausforderer. Und im Kern wird herausgefordert das Prinzip des Rechts, das gilt, an das wir uns halten, gegen das Prinzip, wer hat am meisten Macht. Und der gilt und der zählt etwas. Und weil wir Macht haben, gilt nicht die Demokratiebewegung in Hongkong, dann können wir auch Verträge brechen, dann gelten auch nicht die Menschenrechte, das sind innere Angelegenheiten Chinas und so weiter. Das ist der Grundsatzkonflikt. Ich bin überzeugt davon, dass wir unsere China-Politik verändern müssen. Traditionelle deutsche China-Politik war im Wesentlichen deutsche Industrie-Exportpolitik. Das haben Sie gesagt, für bestimmte Branchen, für bestimmte Unternehmen. Da China sich ganz anders selber versteht, als geopolitischer Akteur, müssen wir auch China anders verstehen. Ich plädiere für eine Strategie des Westens, die auf Stärke setzt. Es geht um Normen und Werte. Aber entschieden wird es auf dem Feld der Technologie und der Technologieführerschaft. Und darum ist dieser transatlantische Technologie- und Innovationsrat genau das Richtige, um gemeinsame Stärke zu entwickeln, um dann gegenüber China für die Einhaltung von Recht und Verträgen eintreten zu können. Herr Merz, mehr klare Kante gegenüber China. Die chinesische Staatsführung sieht die letzten 200 Jahre des Aufstiegs des Westens als eine Art Betriebsunfall der Weltgeschichte. Sie selber können auf eine 4000-jährige Geschichte zurückblicken und sagen, an das, was wir da im 19. Jahrhundert schon mal hatten, knüpfen wir im 21. Jahrhundert wieder an. Und wir haben in dieser Pandemie gemerkt, wie abhängig wir mittlerweile geworden sind von China. Die Konsequenz daraus kann nicht sein, mit China einen großen Handelskonflikt zu beginnen. Die Konsequenz muss sein, dass die Europäische Union eine China-Strategie hat. China hat eine Europa-Strategie, aber Europa hat keine China-Strategie. Wie gehen wir mit diesem Land um? Wenn wir das gemeinsam in Europa festlegen, auch den Umgang zum Beispiel mit dem Projekt Seidenstraße. Das Projekt Seidenstraße ist kein ökonomisches Projekt. Das ist ein imperiales politisches Projekt der chinesischen Staatsführung.
Wie gehen wir mit diesem Projekt um? Haben wir dazu eine gemeinsame europäische Meinung? Wenn wir die nicht haben, wird es sehr, sehr schwierig. Denn dann sind die Machtverhältnisse einfach zu unseren Lasten. Wir sind zu klein, die sind zu groß. Und wenn wir eine gemeinsame Strategie haben, dann müssen wir mit den Amerikanern reden. Und die Amerikaner fragen, geht ihr mit uns diesen Weg mit? Aber zunächst einmal sind wir Europäer gefragt. Herr Braun, die Europäer sind gefragt, klare Kante gegenüber China. Was ergänzen Sie? Ja, absolut. Also zu den geostrategischen Fragen ist viel gesagt. Ich glaube, Europa muss zusammenstehen, aber wir müssen auch in den G7-Ländern uns sehr intensiv zusammentun, damit wir eine gemeinsame Strategie haben. Und das Interessante ist ja, wir haben in den letzten Jahrzehnten geglaubt, dass wir durch die Globalisierung der Weltwirtschaft irgendwie so eine Art globalen Weltfrieden bekommen, weil die Vernetzung jeden zur Kooperation zwingt. Und wir merken, diesen Wettbewerb kann man auch verlieren. Und deshalb müssen wir über die Frage unserer eigenen Resilienz der europäischen Wirtschaft, die Pandemie hat es gezeigt, wie schnell plötzlich Güter knapp werden können und wie schnell wir auch technologisch abhängig werden können. Das haben die Kommunikationstechnologien, die ganzen digitalen Technologien gezeigt. Und deshalb ist das auch eine immense Herausforderung an unser Know-how. Und deshalb müssen wir große Anstrengungen machen, dass wir zum Beispiel in der Kommunikationstechnologie bei IT-Sicherheit sagen, das gibt es alles made in Europe, das verstehen wir selbst und das können wir auch unter Kontrolle halten, sonst verlieren wir unsere Souveränität. Das waren sozusagen außenpolitische Themen. Wir greifen noch mal ein Thema hier aus, was in Deutschland durchaus die Menschen umtreibt. Das Thema Wohnen. René Ritscher aus Hessen hat dazu eine Frage. Tribüne 3, genau. Es dauert ein klein bisschen. Sie bekommen gleich ein Mikrofon. Da ist es. Ja, guten Abend auch von mir. Mich treiben die hohen Immobilienpreise um. Besonders bei uns im Rhein-Main-Gebiet ist es so, dass Sie sehr hohe Preise für das Eigenheim bezahlen müssen. Und selbst ein Ehepaar mit Kind hat große Probleme, schon den Kaufpreis über eine Bank zu finanzieren. Aber spätestens bei den Kaufnebenkosten sehen Sie das Problem, dass die teilweise 60.000, 70.000 Euro irgendwo hernehmen müssen. Jetzt kann ich nur von mir ausgehen und mir ist es in meinem Leben, ich habe eine Berufsausbildung im Dachdeckerbereich und auch in der kaufmännischen Bereich habe ich eine Ausbildung abgeschlossen. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und es ist für mich kaum vorstellbar, wenn jemand, ein ganz normaler Handwerker, der seine Gesellenausbildung macht, vielleicht noch Meister wird, wie soll der 60.000, 70.000 Euro in seinem Leben zusammensparen, um die Immobilienkaufnebenkosten überhaupt zu finanzieren? Jetzt frage ich mich. Darf ich reingehen? Ihre Frage ist wahrscheinlich, kann man sich das künftig leisten? Gibt es die Möglichkeit, vielleicht bei der Grunderwerbsteuer durch Förderungen für Eheleute und Kinder oder bei den Kaufnebenkosten, ob man die vielleicht steuerlich absetzen kann? Oder gibt es irgendwelche Pläne, die die CDU vielleicht hat? Weil das, glaube ich, die breite Masse der Gesellschaft auch interessiert. Wie kann ich das in der Zukunft gestalten? Wie schafft man ein bezahlbares Eigenheim? Und jetzt beginnt Herr Braun. Ja, also wir hatten ja auch im Wahlprogramm. Ich überlege gerade, ob Herr Braun beginnt. Herr Merz beginnt. Sorry. Aber, ich habe Sie aus dem Augenwinkel gesehen. Nein, alles gut. Nein, Herr Merz, Sie also, dürfen. Wir halten uns strikt an die Regeln. Sie dürfen. Also ich würde es mal nicht nur an den Erwerbsnebenkosten festmachen, sondern auch an den Immobilienkosten selbst. Die Tatsache, dass wir heute so hohe Immobilienpreise auf der ganzen Welt haben, nicht nur in Deutschland, aber auch mittlerweile in Deutschland, hängt auch mit der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbanken zusammen. Das ist die Flucht in die Sachwerte. Das, was Sie heute an Zinsen sparen beim Kredit, finden Sie im Kaufpreis wieder und mehr davon. Wir sollten bei beidem ansetzen. Wir haben im Wahlprogramm Vorschläge gemacht, wie man zum Beispiel die Nebenkosten senkt durch einmalige Freistellung für ein Ehepaar oder eine Familie bei den Grunderwerbskosten. Aber das reicht nicht. Wir werden uns über die Frage unterhalten müssen, bauen wir nicht einfach viel zu kompliziert und viel zu teuer? Schauen Sie mal in andere Länder, wie da gebaut wird. Wir bauen hier für die Ewigkeit. In Holland baut man für zwei Generationen. Das würde in Deutschland auch reichen. Können wir nicht mehr in Genossenschaftsmodelle gehen? Können wir mehr Bauland ausweisen? Das ist nicht ganz unproblematisch wegen des Flächenverbrauchs. Können wir die Innenstadtverdichtung machen? Können wir älteren Menschen gute Angebote für betreutes Wohnen machen, damit Wohnraum frei wird? Wie viele Eltern von uns wohnen in viel zu großen Häusern?
und haben keine Alternative. Also ich glaube, es wird eine Mischung aus verschiedensten Vorschlägen sein. Das Ziel muss sein, dass wir aus dem Volk der Mieter, und die Deutschen sind ein Volk von Mietern, es gibt nur noch in der Schweiz weniger Eigentum als bei uns, ein Volk von Eigentümern machen. Und das ist ein langer Weg, aber wir müssen anfangen. Herr Braun, jetzt aber. Ja, also bezahlbares Eigenheim. Wir haben ja in der Vergangenheit auch als CDU schon mal ein Konzept umgesetzt, nämlich das Baukindergeld, was direkt Cash für junge Familien bedeutet hat, nicht nur beim Bauen, sondern auch beim Ersterwerb. Das in Kombination mit der zukünftigen Idee, die Grunderwerbsteuer beim erstmaligen Eigentumserwerb auch wirklich auszusetzen, ist, glaube ich, ein guter Start. Aber ansonsten hat Friedrich Merz jetzt viel gesagt, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass mit marktwirtschaftlichen Mechanismen Bauen und Eigentum günstiger werden. Und dazu heißt es natürlich, das Angebot muss breiter werden. Und das ist gerade natürlich in solchen Regionen wie dem Rhein-Main-Gebiet eine große Herausforderung. Und deshalb muss auch im Umland mehr Bauland mobilisiert werden. Bauland mobilisieren. Herr Röttgen, also Sie haben ja Ihre persönliche Lebenssituation geschildert. Ich will nur auch sagen, es hat auch eine allgemeine politische Dimension, weil das steht für die Überforderung der Mitte in der Gesellschaft. Was sind eigentlich noch die wirtschaftlichen Spielräume, wenn du anständig dich ausbildest, arbeitest, hart arbeitest und am Ende kannst du dir kein Häuschen leisten? Das hat für die Frage der politischen Stabilität unseres Systems, übrigens in allen Demokratien, wirkliche Auswirkungen. Und die Geldmasse, die ist ja eine zentrale Ursache. Die sorgt für die globalen großen Gewinne und macht für die Normalmenschen die Grundstücke unerwerbbar. Also ich will mal die Dimension nur beschreiben. Und die Vorschläge sind, die waren auch im Wahlprogramm wirklich gut, fördern, das haben Sie auch angesprochen, das sollten wir als Programm beibehalten, Familienerwerb sollten wir fördern, Grunderwerbsteuer und andere Instrumente, bauen, auch das war eine klare Aussage. Und ich glaube, wir brauchen eine Stadtpolitik, die auch das Land mit einbezieht. Denn wenn wir den ländlichen Raum besser anschließen, Verkehrsmobilität, digitale Mobilität, wir haben ja alle Erfahrungen jetzt gemacht mit Homeoffice in der Pandemie, dann wird auch der ländliche Raum als Arbeitsplatz attraktiver, wenn die Infrastruktur stimmt, weil man eben heute gar nicht mehr zwingend überall immer ins Büro oder in den Betrieb muss, sondern man kann auch vieles zu Hause erledigen. Und darum ist die Entwicklung des ländlichen Raumes auch ein Beitrag dazu, dass in den Städten der Druck geringer wird. Also der ländliche Raum rückt auch noch mal in den Blick. Wir müssen an dieser Stelle leider mit Blick auf die Zeit müssen wir einen Punkt setzen. Wir kommen zu unserer Abschlussrunde. In der Abschlussrunde darf jeder Kandidat noch mal ein Abschlussstatement halten. Richtwert sind 90 Sekunden pro Kandidat, aber es gibt eine kleine Besonderheit. Die Kandidaten wurden gebeten, ein Foto ihrer Wahl mitzubringen. Wir sind gespannt, weil es geht darum, das Abschlussstatement mit dem Foto der Wahl zu verbinden. Wir fangen an, diesmal bei Herrn Merz. Wir haben ganz ursprünglich bei Herrn Braun angefangen, jetzt fangen wir rechts an. Herr Merz, Ihr Abschlussstatement und Ihr Foto. Ja, meine Damen und Herren, so stelle ich mir die Zukunft der CDU vor. So wie wir das heute Abend gemacht haben, eine diskutierende Partei. Und eine Partei, die von einem Team geführt wird. Ich habe zwei Vorschläge gemacht, sehr konkret, für den Generalsekretär Mario Chaya aus dem Osten, mit Christina Stump als stellvertretende Generalsekretärin aus dem Süden. Ich komme aus dem Nordwesten und wir sind ein gesamtstaatliches Integrationsangebot für unsere Partei, für die CDU. Wir stehen vor einer tiefen Zäsur. Zum dritten Mal in unserer Geschichte gehen wir in die Opposition, aber das ist auch eine große Chance. Die Chance heißt, erstens gute Opposition im Deutschen Bundestag zu sein. Nicht nur kritisieren, sondern konkret sagen, was wir besser machen. Wahlen gewinnen im nächsten Jahr. Die 4 Landtagswahlen stehen vor der Tür. Aber dann auch langfristige Konzepte zu entwickeln, damit wir in den wesentlichen Themen wieder sprechfähig sind, dass wir Meinungsführerschaft zurückgewinnen in diesem Land und dass wir auch wieder Wahlen auf nationaler Ebene gewinnen können. Das ist viel Arbeit und das wird viel Disziplin erfordern und auch viel Gemeinsinn. Ich bringe das ein aus meiner politischen Erfahrung, auch aus meiner beruflichen Erfahrung. Und ich möchte genau mit diesem Team, auch mit allen denen, die dazugewählt werden, in das Präsidium, in den Vorstand, diese Arbeit leisten. Und Sie können mich beim Wort nehmen. Ich meine es ernst. Ich werde sehr fleißig, sehr hart arbeiten für diese Partei. Sie ist ein Stück meines Lebens. Und ich möchte dazu beitragen, dass sie wieder erfolgreich ist. Herzlichen Dank. Herr Röttgen, Sie dürfen. Und wir sind auch gespannt auf Ihr Foto. Auf meinem Foto sehen Sie meine Frau, unsere Tochter und mich und unsere Tochter Judith an ihrem 18. Geburtstag. Und darum zeigt dieses Bild für mich, dass es auch ein Leben außerhalb der Politik gibt.
Die Politik ist natürlich absolut wichtig. Aber wir sind alle Menschen. Ich bin ein Mensch. Und es ist für mich absolut unvorstellbar, diesen Lebensbereich, dieses Glück in der Familie nicht zu haben. Nicht nur, weil es eine Kraftquelle ist, um hier zu arbeiten und politisch arbeiten zu können, weil es ein eigener Lebensbereich ist, des Glücks, des Vertrauens. Da ist kein Wettbewerb, sondern da wird man angenommen, so wie die Einzelnen sind. Das ist die Kraftquelle, die Ruhequelle, die dann auch ermöglicht, Politik leidenschaftlich zu machen, mit allem Engagement und allem Einsatz. Aber im Kern und im Innersten zu wissen, es gibt etwas anderes und etwas Wichtigeres. An dem Geburtstag in diesem Jahr, also ein Corona-Abitur unserer Tochter, war die ganze große Familie da, Cousinen, Cousins, Opa und Oma. Und darum ist dieses Bild für mich auch ein Beispiel dafür, dass Familie erdet. Weil alle Themen des normalen, alltäglichen Lebens kommen auch auf mich zu. Ob es Schule ist, ob es Krankheit ist, ob es Geburten sind, über die man sich freut, aber die vielleicht auf dem Weg schwierig waren, ob es die Eltern sind, deren Kräfte nachlassen und auch das ein Teil des Lebens. Und schließlich ist das ja alles so kompliziert in der Politik und anstrengend und zeitraubend. Und wenn man mal im Zweifel gerät, Mensch, warum machst du das eigentlich alles, Friedrich, Helge, dann schaue ich in das Strahlen meiner Tochter, in die strahlenden Augen und das glückliche Gesicht und dann weiß ich, wofür ich Politik mache. Ein Plädoyer für die Familie. Helge Braun, ja. Welches Foto haben Sie uns mitgebracht? Ah. Ich habe auch ein Foto mitgebracht. Und hier sind heute viele Mitglieder der CDU, aber viele sind auch an den Bildschirmen. Und am 26. September waren wir alle traurig und niedergeschlagen. Weil wir für uns als CDU eine Ära endet. 16 Jahre Regierung, 16 Jahre Verantwortung für unser Land. Und häufig haben wir uns als Partei für die Verantwortung in unserem Land selber zurückgenommen. Und jetzt gehen wir in die Opposition. Das ist eine neue Ära und die gibt uns eine Chance. Nicht die Chance, dass wir uns lange zurückziehen und irgendwie mit uns selbst beschäftigen, sondern die Chance, dass wir uns jetzt schnell erneuern, organisatorisch uns digitalisieren, dass wir uns besser vernetzen, dass Neumitglieder so eingebunden sind, dass es ihnen vom ersten Tag an Spaß macht, bei uns mitzumachen. Dass wir viele Gesichter zeigen, so wie aus meinem Team Serap Güler oder Nadine Schön, die hochkompetent sind und die für diese CDU stehen, für die unterschiedlichen Facetten unserer Partei, dass die unterschiedlichsten Wählergruppen, unsere Töchter und Enkel, unsere Freunde, mit denen wir abends uns treffen, alle sagen, Mensch, diese CDU, die beeindruckt mich und die kann ich wählen. Und dann entstehen wieder Bilder, wie das beim Wahlsieg 2013, als wir über 40% bekommen haben. Und ich denke häufig an die Zeit zurück, als ich eingetreten bin. Da war Helmut Kohl unser Bundeskanzler und unser Ziel war immer 40% plus X. Und dass wir da schnell wieder hinkommen, dafür möchte ich meine ganze Kraft ab Januar einsetzen und deshalb bitte ich um Unterstützung. Herr Braun, Herr Röttgen, Herr Merz, von meiner Seite aus danke für Ihre Zeit. Liebe Gäste hier im Raum, sehen Sie es mir nach, wir haben nicht alle Fragen geschafft, aber wie gesagt, es ist mein Job, auf die Zeit zu achten. Ich kann nur sagen, vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Neugier und ich sage, behalten Sie das bei, bleiben Sie weiterhin neugierig, nur so kommen wir alle weiter. Liebe Zuschauer, auch an Sie von meiner Seite ein Dankeschön. Aber das Schlusswort, das hat der Gastgeber des heutigen Abends, Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU. Ja, vielen Dank, Maria Grunwald, für die tolle Moderation. Und ich glaube, das ist erstmal ein Applaus wert. Dankeschön. Am heutigen Abend. Sie haben das toll gemacht. Sie waren auch Anwältin der Mitglieder, die hier im Saal sind. Aber natürlich auch danke an die drei Kandidaten, die wir heute erlebt haben. Drei starke und überzeugende Kandidaten. Danke an Helge Braun, Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Und ich danke allen, die heute hier sind, stellvertretend für die hunderttausenden Mitglieder der CDU Deutschland. Sie haben heute Ihre Fragen gestellt, viele spannende Themen dabei angesprochen. Die sind jetzt wichtig für die Zukunft der CDU, aber auch für die Zukunft des Landes. Und allen, die heute zugeschaut haben, danke ich für das Interesse und sage
Allen, die Mitglied der CDU sind, melden sich noch an bis morgen für die Online-Abstimmung unter anmeldung-cdu.de. Und alle, die Lust bekommen haben, nicht nur abzustimmen, sondern unser Land mitzugestalten, sich zu engagieren in der CDU, die lade ich ein, Mitglied der Christlich-Demokratischen Union Deutschland zu werden. Es beginnt etwas Neues und es lohnt sich. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und vor allem bleiben Sie gesund. Alles Gute hier live aus Berlin, aus dem Konrad-Adenauer-Haus.